So, aufgepasst. Wir fangen jetzt wieder an. Control, es geht weiter. Dritte Sitzung ist es jetzt, ne, quasi. Und wir starten jetzt einfach. Wir machen weiter. Wir sind stehen geblieben bei, ich habe keine Ahnung, einer Quest, bei der wir, warte, wir waren nochmal im Motel, in diesem Ocean View Ding, und haben diese lange Brücke überquert. Da war dann irgend so ein Monster, was ich unsichtbar machen konnte. Das haben wir weggemacht. Und ja, wir sind von Marshall jetzt losgeschickt worden und wir sollen, glaube ich, Darling finden oder so. Du machst einfach den Sound der Explosion nach. Oh yeah. Sehr geil. Sein Gesicht ist die Explosion. Ja, der ist deep. Kappa. Mann, ich will mich am liebsten nicht spoilern bei dem Spiel. Scheiße. Klimi, ja, kann ich komplett verstehen. Du machst ja jetzt auch beim Gewinnspiel mit, wenn ich das jetzt richtig... Ich kontrolliere das nochmal. Ich gucke, dass meine braven Kellerkinder auch alle schön hier in der Giveaway-Liste drin sind. Und Klimi ist drin, das freut mich. Und ich kann das komplett verstehen, wenn ihr sagt, ey, ich will mich nicht spoilern lassen, weil das macht sehr viel bei dem Game aus. Und wenn du es dann gewinnst, dann hast du auf jeden Fall einen Grund, dich, ne, komplett hier dann in dem Game auszulassen. Das wäre geil. Ich gönn's jedem, der jetzt Bock drauf hat, das Ding zu machen. Und ihr kriegt es auch, in Anführungszeichen, solltet ihr gezogen werden, ohne dass ihr dabei seid. Das ist das Schöne an der Sache. Es ist kein Giveaway, bei dem man wirklich anwesend sein muss. Als Sub habt ihr auch das Ding so gewonnen und dann schiebe ich euch das quasi so digital hier so durch. Und dann habt ihr es. Voll gut. Ach ja, Namensänderung. Mir war langweilig. Ja, genau. Und das merke ich. In den Lurk gehen. Hilft. Genau. Okay, wo sind wir? Ach ja, wir sind bei diesem Untersucher den Trainingskurs. Okay. Das ist aber nicht die Quest, die wir machen wollten. Ich glaube, die Quest, die wir machen sollten... Forschung. Wichtig. Geht zur Ritualabteilung. Okay. Grenzbereich. Findet den Schwarzsteinsteinbruch. Untersuche den Trainingskurs. Ich glaube, wir müssen das hier machen. Das ist das, was wir zuletzt gemacht haben. Marshall schickt Jesse in die Schwarzsteinverarbeitung im Wartungssektor, um mehr Schwarzsteinprismen zu holen. Sie verspricht Jesse zu erzählen, was sie über Dylan weiß, sobald die HRV-Produktion wieder läuft. Jesse kehrt zum Wartungssektor zurück. Sie rettet Arish und seine Gruppe Ranger vor einem Zischerangriff. Awesome. So. Geil. Schieb's rein, Base. Hat sie nicht gesagt. Und Lurk. Sehr gut. Wie findest du das Spiel bis jetzt? Ich find's crazy. Also es ist beeindruckend auf vielen, vielen Ebenen. Der größte Flaw, den ich bis jetzt habe, ist leider die deutsche Synchro. Die ist wirklich alles andere als Butter. Alles andere. Zack. Okay, weil die Physics, ne? Oh, okay, das war jetzt nichts, was oppressive ist. Das auch nicht. Oh, das war auch leider ein bisschen schwach. Gameplay. Gameplay ist schwierig. Ich würde sagen, Gameplay ist wie Quantum Break. Ne? Also es soll sehr nah an Quantum Break dran sein. Ich habe Quantum Break nur ein bisschen gespielt. Übrigens, Leute, muss ich noch kurz zeigen. Ich habe eine neue Waffe freigeschaltet. Ne? Pass auf. Wir haben ja die hier geholt. Dann hatte ich noch diese, ja, Shotgun-ähnliche. Und welche ich jetzt viel geiler finde, die hat mir geholfen. Die hier. Das ist der Stinger. Aufgepasst. Charge. Boom. Pierce Damage. Awesome, oder? Okay. Hallo? Okay, finde den Schwarzsteinsteinbruch. Ja, wir sind doch auf dem besten Wege, würde ich sagen. Ja, da geht's lang. Ich finde das immer so schön. Es hat alles ein Schild. Also ich brauche gar keine Karte. Ja, die Tanzanlagen von gestern, die waren großartig. Da haben wir das Game gecrashed. Der Revolver gefiel dir besser, mein Single-Shot? Ach, das sagst du nur wegen Red Dead Redemption 2. Oh, da ist es wieder Lesezeit. Ich weiß, manche Leute nervt das, aber Base ist deep immersed. Gewinnung und Umwandlung dynamischer Energie. Sarkophagus-Container NSC. Zusammenfassung. Der NSC wurde im Auftrag des stellvertretenden Leiters Trench entwickelt, kurz bevor er Direktor wurde. Der Behälter bietet eine sichere Methode, überschüssige Energie von Geschwärzt zu gewinnen, während es eine humane Methode ist, ihn unterzubringen. Die Kühlmittelpumpen verhindern, dass der Behälter und sein Geschwärz überhitzt, während die Energie abgesaugt wird. Die Energie wird dann in Transformatoren geleitet, die sie unter Einsatz von Turbinengeneratoren in ein Geschwärz verwandelt. Der generierte Strom versorgt die gesamte Behörde, wodurch wir komplett autark und im Netz von New York nahezu unsichtbar sind. Nach Verschwinden von NSC-01 durch eine Manifestation der Kraft von Geschwärz wurde der Insasse gefesselt und ein zweites Modell gebaut. NSC-02 verfügt über eingebaute Raumanker, die so konzipiert sind, dass sie eine translokative Wirkung auf den Insassen verhindern. Oh, okay. Die packen da Leute rein? Moment mal.
Ich sag nur Alexios. Okay, ja, ja, ich, ja, genau das. So, pass auf, weiter geht's. Hoppala, das wollte ich nicht. Nein, natürlich wollte ich das. Da hätte ich runterfallen können. Ja. Ausrufezeichen. Dankeschön. Hä? Wieso geht's nicht? Muss ich so schreiben? So muss ich schreiben. Dankeschön. Fail, 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 fail. Wisst ihr, was das Beste ist? Der Int hat's gerade gezeigt, weil wir September haben. Int hat gerade 10 Fail-Bits gemacht. Und Twitch ist so geil. Und top nochmal ein Bit, auch Fail-Bit on top. Weil September ist. Und die Press F. Sehr, dankeschön. Der Soundfiles habe ich jetzt gerade aus, die Sound-Cues, Sophie. Aber gut, dass du dich daran erinnert hast, das ist schön. Ach, ich kann ja auch rennen, ich brauche ja nicht nur die ganze Zeit dashen. Ich bin so gut, ey. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. Wir müssen nur, wir müssen uns warm spielen, ja? Nicht mal ein Fail-Bit. Wie? Das hätte so gut gepasst. Ja, ich glaube auch. Sondern 10. Wie? Sie geben 10 bei 10 dazu? Nein, 10% von 10 ist 1. Du springst ganz kurz unter die Dusche. Nimmst du es mit? Waterproof Cellphone und so? Ich wollte gerade sagen, wir werden so oft mit ins Bett genommen. Wir müssen mal mitgenommen werden in die Dusche, oder? Die Tür ist zu. Ne, 5 haben wir noch nicht, ne? Oh doch, 5 haben wir! Nein, weil er besonders fail war. Achso, weil er besonders fail war. Hallo? Wartet mal kurz. Huch. Wir machen mal den Shelter auf. Fallout Shelter. Hallo? Oh, Kiste. I like. Nimm ich mit. Yay. Okay, sonst ist hier nichts. Gibt's hier noch was anderes, wo wir raus können? Oder können wir einen Fahrstuhl rufen? Irgendwo? Ist kein Knopf oder nix? Hm. Oh Gott, ich muss wieder aufpassen. Jawohl, ich kann hier runterspringen. Ohne, dass ich sterbe. Aber ich... Oh, warte, da kann ich aber einen Fahrstuhl rufen. So. Der Aufzug ist kaputt. Toll. Ich muss auf die altmodische Art darunter. Also springen. Okay, warte, wir gucken gerade nochmal draußen, ob da was war. Und Kommerzi, Moin Moin Base, grüß dich. Und Chat natürlich, sehr schön. Und Kommerzi, ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Wie geht es dir? Schön, dass du bei Basement Time reinschaust. Ich hoffe, du hast das Bergfest der Woche hier gut erreicht. Holy crap, holang. Na gut, ich gehe hier lang. Ich habe keine Ahnung, Int. Ich glaube, die hat hier irgendjemand angeschleppt. Ich glaube, Sophie war es. Sophie hatte das eben gerade gemacht. Genau, Kommerzi. Genau, Ausrufezeichen Giveaway. Ich glaube, davon werden sie angelockt. Giveaway und September. Und da Base die ganze Zeit auf Deutsch spricht, wissen sie alle nicht, was ich machen soll. Oder was sie machen sollen, um zu gewinnen. Ob er es einfach so rausgibt. Oh, ich springe jetzt hier so runter. So, Fragile. Okay. Also wer jetzt? Ich oder... Okay, bis hierhin sieht es doch gut aus. Ich will aber gucken, ob ich irgendwo Loot hier sehe. Oh Gott, ich darf nicht dashen. Ich mache damit die ganze Reling kaputt und dann falle ich da gleich drauf. Okay, warte, da. I got it. I got this. I got this. I got this. Oh, shit. Da ist einer. Warte. Spray and pray. Oh, wow, Base. Die man einfach gar nicht treffen kann. Das war jetzt echt episch gut, okay. Wo lang? Ist da runter? Jo. Okay, hier. 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 Okay, ich dachte, ich höre noch wieder so ein Vieh. Ist noch so eins hier? Okay. Da unten sind welche, okay. Da ist auch kein... Nichts zum Looten. Da ist auch nichts zum Looten. Nee, da ist nichts. Okay. Huch. Oh, ich dachte jetzt gerade, ich springe zu weit. Looten und leveln, genau das. Warte, pass auf, Charge.
Pow! Seht ihr, was ich meine? Ist gut, ne? Loot und Leveln, das gehört einfach dazu. Ja, gehört auf jeden Fall dazu. Deswegen müssen wir jetzt auch zu dem Dead Body von dem hin. Ups. Und uns das Item schnecken. Da. Waffenmodifikation gekriegt, okay. Ich muss mal nachgucken, was mir eingefallen ist. Wir haben so viele Waffenmods bekommen. Ich glaube ja, wir können die auch scrappen. Weil wir können ja auch selber welche machen, ne? Huch. So. Ups. Oh. Ja. Die meisten Spiele ohne sind für mich nur feuchter Schmuck. Nicht dein Ernst. Aber ja, kann ich verstehen. Oh, wow, sie ist schwer. Sie macht alles kaputt. Oder das Ding ist aus Aluminium. Kann auch sein. So, Alufolie. Da unten leuchtet was rot. Das heißt, da unten ist auf jeden Fall wieder so ein Encounter. Kann ich hier runterspringen, ohne zu sterben? Ja, doch, ne? Oh, ein bisschen wehgetan habe ich mir. Aber nur ein bisschen. Okay. Wait for it. Oh shit. Okay, das Aim war mal wieder on point. So. Fang! Ja. Oh shit. Nee, warte, Moment, das ist ein Kontrollpunkt. Hab ich Stress gehabt. Okay. Hallo? Okay, Zeit für Inception. Ja. Ich mag den Effekt, der ist ziemlich geil. Das ist der Moment, wenn sich das älteste Haus wieder umwandelt. Mit der Astralebene. Das ist so crazy. Okay. Oh, okay. Ich lasse den anderen die Chance, das Spiel zu gewinnen. Viel Glück an die Subscriber. Good call. Gerne, auf jeden Fall. Aber du hast auch die Chance, gerne mitzumachen. Aber Voraussetzung, deswegen, ich mache das nicht so oft. Normalerweise sind meine Giveaways, die ich bis jetzt gemacht habe, eigentlich immer an alle Leute gerichtet. Minimum Follower sein. Aber ich dachte mir, für den September und das höhere Ziel, weil wir ja gerne ein weiteres Emote in unsere Tier 1 Emote-Liste hinzufügen wollen, braucht Base Subpoints. Und die gibt es dann natürlich nur durch Subs. Und wann besser als jetzt im September Subs sammeln, ne? Oh, okay. Schwarzstein, Steinbruch. Ich liebe diese fetten Texte. Pow. Oh, verdammt, den habe ich voll nicht getroffen, den Typ. Friss den Wagen. Okay, wartet. Wo ist der andere hin, der gelaufen ist? Da. Den habe ich erwischt. Verdammt. Okay, der kriegt auch den Wagen. Ah, verdammt! Von hinten an den Kopf! Oh shit! Wow, wie viel spawnen denn da wieder? Ah! Got it. Warte. Jawohl. Erwischt! Wie die Emotes, genau das! Genau das! Oh shit, wo kommt er her? Okay, erwischt. Welches Fragezeichen? Das Hype? Nee. Hype? Hype haben wir doch. Nein, wir, bei 50 Sub. Oh Gott. Bei 50 Subpoints dürfen wir ein weiteres Emote hinzufügen. Und die hat Base noch nicht. Ah, oh, ich liebe das, wenn das Päckchen, was sie trifft, von hinten einfach an den Kopf knallt. Okay, sehr nice. Okay, wartet. Item. Ja, was muss ich machen? Persönliche Modifikationen voll. Jetzt passiert genau das, was ich meinte. Wir müssen aufräumen. Aufgepasst. Können wir die scrappen? Zerlegen! Ha! Okay, was haben wir denn angelegt? Das sind 20%, 15%. Schneller laufen. Ich glaube, ist auf immer 27 bei Elementaufnahme. In dem Moment. Wir haben jetzt plus 25. Was haben wir hier? Leben plus 25 und Leben plus 24 haben wir. Und das hier unten, was war das? Das ist Leben bei Elementaufnahme stand hier. Lebensregeneration bei Elementaufnahme. Okay, das ist was anderes. Ah.
Drängt ihn doch nicht zum Sub. Ja, absolut. Ich will hier niemanden drängen. Das wisst ihr schon mal. Und der immer wieder. Nein, nein, absolut. Ich freue mich über jeden, der den Stream einfach dadurch supportet, dass er da ist und wenn er nur im Log da ist. Also so nicht falsch verstehen. Ne? Pass auf, wir scrappen einfach mal alles andere. Weil wir brauchen Platz. Weg, 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 weg. Ich möchte hier eigentlich mehrere Sachen markieren können, alle wegmachen. Nee, ich würde auch so subben, aber ich finde das Spiel auch nicht so toll. Okay, alles gut. Vollkommen in Ordnung. Es wird im September auch noch weitere Games geben, die Base hier streamen wird. Und ich kann auch schon vorweg sagen, dass Control nicht das einzige Giveaway sein wird, was Base hier macht. Ja. Aber ich will ja nicht zu viel erzählen, sonst ist es ja zu langweilig. So. Upp. Das sieht gut aus. Einfach mal wieder aufgeräumt. Wie viele Waffenmodifikationen haben wir eigentlich? Ich weiß auch gar nicht, wie viele Slots man sammeln kann davon. Das ist die nächste Frage. Wir haben hier so ein 1er Damage. Gibt es irgendwie was mit mehr Damage? Nee, ne? Kann man denn jede Modifikation in jede Waffe stecken? Das ist die nächste Frage. Weil ich habe gesehen, hier guck mal, hier. Weil die ist nur für die Stinger. Stich, also für Stich. Geil, ne? Wow, ist das unsatisfying? Man of Medan? Was ist unsatisfying? WoW Classic? Oder was meint er jetzt damit? Blair Witch? Tetris? Man of Medan? Lasst euch überraschen. Wer spielt Tetris? Game Boy Classic Stream Incoming? Was? Noch mehr Giveaways? Reaktiviert seine 1000 Fake Accounts. Do it, T-Brainer. Do it! Okay, warte mal kurz. Was haben wir denn hier? Hallo? Hallo, hallo? Tetris Battle Royale, let's go. Oh mein Gott, warum habe ich nicht die Idee gehabt? Ich muss das sofort verkaufen. Hallo? Oh Gott. Orange und eine Flamme dran. Ich gehe mal ganz schnell weg. Okay, warte, das war scheiße. Das scheint aber auch nicht zu explodieren. Sind die Substanzen nicht wieder die Hälfte im September? Wie, was? Substanzen? Moment, jetzt verstehe ich es nicht. September! Genau! September! Hat irgendjemand rausgefunden, was September mit Subways macht? Oh mein Gott, es ist hell hier. Okay. Ach ja, Base, du kannst rennen. Vergiss das immer nicht. Okay. Moment mal, ich blick's gerade noch nicht. Wo sollen wir denn lang? Wir sind von dort gekommen. Ach, hier waren wir nicht, okay. Da oben schweben auch wieder welche. Warte, wir gucken. Achso, von da sind wir gekommen. Da schweben die. Wir gehen nach hier. Da schweben die. Bleibt ihr da oben? Okay. Loot. Nee, Text. Okay, Zeit zum Lesen. Federal Bureau of Control. Wir brauchen so schnell wie möglich neue Diamant-Trennscheiben. Etwas mit gleichmäßigem Rand, um den sauberen Schnitt zu bekommen, den die Forschungsabteilung will. Aber dieses Schwarzsteinzeugs ist hart. Wir verbrauchen die Trennscheiben in einem Tempo. Da kommt man mit dem Austausch gar nicht hinterher. Die Maße für die Schwarzsteinblöcke, die sie wollen, sind empörend. Für den Ärger, den sie mir hier verursachen, sollten diese verfluchten Brandschneisen besser wie am Schnürchen funktionieren. Verdopple besser die letzte Bestellung. Okay, Diamantschleifer. Subway ist gut. Subway macht Werbung. Ja, aber wie? Auf Stream hier. Subway soll irgendwie einen eigenen Stream machen. Ja, belegen die dann live irgendwelche Baguettes? Wie crazy wäre das? Oh Gott, das ist so ein Kackvieh. Warte, kann ich das töten? Ich glaube, ganz ehrlich, das war eins von den Viechern, was wir eingesperrt haben. Ich glaube nicht, dass wir die töten können. Okay, Kletterzeit. Oh Gott. Oh Gott, was ist das? Ah. Ah. Oh shit, oh shit, oh shit. Ah. Okay, ich bin irgendwie drüben. Aber muss ich denn da runter? Ja, ich will da gar nicht runter zu dem Vieh. Wow. Das habe ich nicht erwartet. Astralebene. Okay. Au! Oh Gott. Okay. Ja.
Das sieht schon freaky aus. Oh shit. Das sind Gegner. Okay, und das ist so ein Energieblock. Aktiviere den Sprengstoff, um das Schwarzsteinprisma auszugraben. Okay. Da? I see. I got it. I got this. Watch this. Here. First try. Hm, aber nah dran, oder? Ah. Oh shit! Okay, got it. Oh, die wollte ich nicht, danke. Alles an? Können wir sprengen? Huh. Er hat gedacht, ich sehe ihn nicht, ja? Hä? Huh? Oh shit. Ah! Und der heilt? Okay. Got it. Zwei von denen. Für die brauchen wir die Piercing Armor. Piercing Shots. Ah, voll daneben. Okay, wartet, wartet, wartet. Wir haben ihn gleich. Verdammt, der Kopf. Ich wollte den Kopf treffen. Halt still. Erwischt. Da war die Birne. Die explodieren. Oh, shit. Ja, doch, der Splash Damage von der Explosion macht beide kaputt, okay? Oh, shit. Geh weg! Dankeschön. Okay. Der andere ist hinter uns. Okay, wartet, wartet. Au! Da. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe doch den Schrei von dem Typ gehört. Okay. Verdammt! Reicht nicht? Wie viel Stein will er fressen? Für ihn. Nein! Okay, jetzt reizt sie mir aber. Oh! Krampf. Okay. Okay. Da. Was ist das? Biu, biu. Okay, hier ist noch was zum Sammeln. Noch eine Modifikation, nehme ich an, ja. Okay. Oh, wartet. Hallo. Okay. Das war's. Was ist das hier? Akte erst. Vorfallsbericht betreff Steinbruchbetrieb. Zusammenfassung. Während meiner wöchentlichen Sicherheitsinspektion am Steinbruch-Grenzbereich fand ich die gesamte Mannschaft in einem Zustand der... geschwärzt. Pause. Urlaub. Das ganze Team war in einer Linie, geschwärzt, und starrte in die gleiche Richtung, die Stadt in der Ferne. Obwohl ich versuchte, mit sehr lauter Stimme ihre Aufmerksamkeit zu erregen, blieben sie mehr als geschwärzt, minutenlang geschwärzt, bis ich schließlich buchstäblich geschwärzt musste. Sauer werden musste. Danach waren sie benommen und konnten keine Begründung für ihr Verhalten liefern, noch sich an etwas Bestimmtes erinnern. Meine offizielle Empfehlung für jede Mannschaft, die in einem Grenzbereichgebiet arbeitet, ist es, entweder die Länge der Schicht zu verkürzen oder wöchentliche psychologische Pflichtevaluierungen durchzuführen oder vorzugsweise beides. Und vielleicht sollten wir eine weitere Expedition zur Stadt anweisen. Vollständiger Bericht in Akte 538, bla bla bla. Expedition zur Stadt. Mit was für einer Stadt? New York oder irgendeine andere Stadt? Okay, wir drücken. Let's go. Boom! Big Bada Boom.
Okay, sammle das Schwarzsteinprisma. Oh Gott. Das hier? Okay. Hab's. Und da ist es. Du hast mich hergeführt. Okay, sprich mit. Oh shit. Sie sind ja wichtig. Ich muss dieses Prisma zum Marsch bringen, bevor es zu spät ist. Ja, die kann ich nicht umbringen, ne? Danke. Ne. Ich frag mich, ob ich sie töten kann. Ne, ich glaube, es ist nur run und weg. Also einfach hier raus aus der ganzen Suppe. Okay. Yep. Wir hauen jetzt einfach ab. So, zack, Füße in die Hand. Und raus. See ya! War hier noch irgendwo ein Kontrollpunkt? Nee, ne? Ich hab da hinten jetzt nicht geschaut. Nicht, dass wir hier mal wieder zurück müssen. Obwohl, okay, Moment, wir kommen hier gar nicht raus, ne? Okay. Wir müssen einen anderen Weg rausfinden. Okay, warte mal. Wir gehen hier mal diese Treppen rauf. Das sieht gut aus. Was ist das hier? Ja, NSC Powerplant, perfekt. Das Girl hat mega die cute Stimme und sieht von hinten voll cool aus. Und dann kommt das Gesicht. Wow. Und das von dir, Arashi. Also wirklich. Ich dachte, Frauen halten da zusammen. Oh shit. Geh weg. Huch. Ja, das sieht gut aus. Okay, auf zum Marshall. Warte mal. Jetzt können wir natürlich auch schnell reisen. Wir reisen. Marshall war im... Puh, gute Frage. Wo ist Marshall? Forschungsabteilung? Ja, ne? Eine Ritualabteilung war die, ne? Oder Parapsychologie? Wir gehen dahin. Ritualabteilung. So, jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, dann geben wir den Stein und dann gucken wir mal, was wir für andere Missionen noch haben. Aber ich glaube, das ist die Main-Mission, die wir gerade machen. Die rituelle Parapsychologie. Wer kennt's nicht, normaler Mann? Hallo, bitte. Alle Abteilungen, die hier sind, hat jedes gut sortierte Krankenhaus, glaube ich. Okay, hallo? Bin ich hier richtig? Irgendjemand hier? Ritual Office, okay. Ich rufe mal den Fahrstuhl. Wo fährt der uns nochmal hin? So, und dann kommt das Face, hat Arashi gesagt. Ist das nicht hart? Huch. Hallo? Bin ich hier? Carla Akte Empfang? Moment mal. Vielen Dank für die Akte, sie war sehr hilfreich. Ich habe sie mit der Schwarzsteinforschung erneut archiviert, falls sie wieder darauf zugreifen müssen. Ja, die Videoaufnahmen sind immer interessant. Ich erwarte allerdings, dass sie in der Zukunft meine Verfügbarkeit dafür abnimmt, da meine Analyse diese neu entdeckte Schwarzstein-Variante gerade einen kritischen Punkt erreicht hat. Ich hoffe, dass sie trotzdem noch daran teilnehmen können. Darling scheint in letzter Zeit unter einer Menge Druck zu stehen und ich bin mir sicher, dass er jede Art von Unterstützung zu schätzen wüsste, die sie bieten könnten. Bezüglich der von Ihnen gelieferten Analyse habe ich keine Fragen. Vielen Dank für die prompte Lieferung. Gruß, Forschungsspezialistin Dr. Carla Vaughn. Okay. Kein Fahrstuhl-Jam, 0 von 10. Would play again. Ja, da fehlt irgendwie die Mucke, ne? Okay. Hä? Sind die alle umgezogen? Oder war ich hier noch nie? Ich habe keine Ahnung. Okay, was ist das denn jetzt hier? Rituale. Untersuchung paranatürlicher Themen, spürbarer Effekt von Ritualen, Zwangsstörung, Horten, Angststörung, während bestimmte Manifestierungen dieser Kondition einfach ein Symptom geistiger Krankheit darstellen, führen die Personen manchmal einfach geschwärzt genannte Rituale durch. Die geschwärzten
der Rituale kann unterschiedlich ausfallen. Numerologie, Traumlogik, Verlust, verbale Formeln, repetitive Handlungen und kausale Verknüpfungen sind nur einige der Verfahren. Einige dieser Rituale sind konsistent, wie das dreimalige Ziehen des Zugschalters, um das Motel zu betreten. Andere wiederum sind nicht stringent. Die meisten Menschen führen jeden Tag kleine Rituale durch, aber ein Großteil versteht nicht, welche Bedeutung hinter ihren Handlungen liegt. Katastrophenvermeidung, Anhäufung von Glück oder einfach verlorene Schlüssel zu finden, sind die Ergebnisse täglicher Rituale. Personen, die einen tieferen Sinn hinter diesen zwanghaften Handlungen erkennen, sind sich der paranatürlichen Welt von Natur aus bewusst und sollten, wenn sie gefunden werden, für eine Beschäftigung in der Behörde in Betracht gezogen werden. Vollständiger Bericht in Akte geschwärzt. Nice! Okay. Was kannst du eigentlich mit diesen Credits machen, die ich da oben habe? Damit kann ich Sachen kaufen, herstellen, glaube ich. Warte, pass auf. Gegenstände, Materialien. Geht aber nicht hier, geht nur an den Kontrollpunkten. Da kann ich Sachen damit herstellen. Okay. Überlebe ich das? Wollen wir das testen? Der Fahrstuhl hat uns gar nicht runtergebracht. Dann rauf. Ha! Seht ihr? Das war smart von mir. Wartet mal kurz. Wir gucken nochmal in die Missionsbeschreibung, wo wir hin müssen. Sprich mit Marshall. Ja, wo ist Marshall denn? Marshall ist wahrscheinlich auch im Dings. Klar, die sind doch. Die hat sich doch mit der Pope getroffen. Die müssten doch jetzt beide oben sein, oder? Was war denn gerade da am Leuchten? Nee, nix. Das ist nur. Okay, dann sind die mit Sicherheit oben. Zentrale Geschäftsleitung. Gehen wir da doch hin. Ich kann da mal gerade gucken, dann können wir mal selber was craften. Und zwar mit diesen Waffenteilen oder was auch immer, kann man sich bei den Kontrollpunkten auch Modifikationen für seine Waffe oder persönliche Modifikationen für den Charakter kaufen. Oder beziehungsweise, ja, rollen. Ist wie Kadala, ne? Diablo lässt grüßen. Einige zucken jetzt zusammen oder so. Oh mein Gott, Kadala. Hat er nicht gesagt. So. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wartet, ich bin ja gerade hier. Machen wir das nochmal. Astralwerkstatt. Bam. So. Kann ich Modifikationen? So. Persönliche Modifikationen, Stufe 3 oder 2. Also verdeckte persönliche Modifikationen selten. So, und da kann ich jetzt welche von klar machen. Aber bevor ich das mache, das wollte ich nämlich vorher machen, ich wollte gucken, hier fehlen mir noch zwei Hauserinnerungen und dann kann ich eine neue Waffe bauen. Deswegen will ich mir eigentlich die Sachen dafür. Ich habe mir nicht durchgelesen, was für Komponenten das alle sind. Das ist halt nervig. Ich finde das immer schlimm, wenn sie das so aufdröseln. Hier fehlt mir auch noch ein Teil, damit wir die Werkbank nochmal aufwerten könnten. So, und hier könnten wir. Nee, ich mache mal jetzt noch keinen. Ich spare mir das noch auf, weil nicht, dass ich quasi da nicht weiterkomme. Aber hey. Achso. Lass mal gucken, ob. Wer hat jetzt gerade gerufen? Faden, haben Sie ein Prisma? Ja, hab ich. Wo ist sie hin? Naja, ich bin mal im Bett. Viel Spaß noch, Base und Chat. Alles klar, Arashi. Vielen Dank dafür, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht und hoffentlich auf bald, ne? Und ich freue mich dann auch schon auf, ich habe ja deine Ankündigung im Discord gesehen, ne? Auf das erste Mal lange nach der Augenringe bei dir. Okay, hallo. Best. Ich musste einen Abstecher zum Steinbruch machen, aber ich habe reichlich. Hier. Wir starten die HRV-Produktion sofort neu. Mhm. Ich habe ja versprochen, von Dillen zu erzählen, wenn sie uns geholfen haben. Das ist es. Sie weiß es. Sie weiß es. Darauf habe ich 17 Jahre gewartet. Ihr Bruder ist hier. Er war einst bekannt als Primärkandidat 6. Code P6. Wir brachten ihn nach der Sache in Ordinary hierher. Er war bereit, der zukünftige Direktor zu sein. Er hatte Talente, die weit über alle anderen Kandidaten hinausgingen. Natürlich hat er das. Wir fanden dich gemeinsam. Wir haben eine Verbindung. Bist du jetzt bei ihm? Also haben sie ihn entführt. Wir nahmen ihn auf. Ihre Eltern verschwanden mit allen anderen Erwachsenen in Ordinary. Seine Kräfte veränderten ihn langsam. Es gab Opfer. Er war ungeeignet als Direktor. Wusstest du davon? Hast du mich deshalb nicht früher hergebracht? Hast du mich von hier ferngehalten? Wo ist Dylan? Er ist im Isolationssektor, im Panoptikon. Mein Bruder.
Ich dachte, wir wären uns gleich. Was, wenn wir es sind? Ich gehe. Jetzt. Das habe ich erwartet. Ich muss noch etwas sehen. Etwas, was das Zischen nicht finden darf. Es sollte nicht lange dauern, aber Sie müssen inzwischen auf die Behörde aufpassen. Sie passen inzwischen auf die Behörde auf. Und nicht vergessen, Dylan ist gefährlich. Huh. Lassen Sie ihn nicht frei, Direktorin Faden. Wie bringe ich Sie dazu, mich nicht so zu nennen? Ich bin nicht wegen Ihnen hier. Nichts hier ist einfach. Diese Leute haben meinen Bruder mitgenommen. Aber mich haben sie anstandslos akzeptiert. Sind sie meine Feinde oder meine Freunde? Okay. Ich muss Dylan sehen. Ich muss es wissen. Ich wünschte, du könntest mir sagen, was du weißt. Bleib einfach bei mir, okay? Ich kann einen Freund jetzt gut gebrauchen. Wow. Jesse, da steht Jesse. Ist das Dylan? Bob Dylan? Oh. Es freest. Mach keinen Scheiß, Bass. Tanz nicht so viel, hat T-Brainer gesagt. Oh Gott, verdammt. Beim Leben meines Bruders, okay. Wir haben aber Fähigkeitspunkte bekommen. Die geben wir natürlich aus. So, mehr Energie. Mehr Energie ist immer geil. Tada, 20% mehr Energie. Jetzt brauchen wir 3 Punkte, die wir nicht mehr haben. Schade. Dann sparen wir halt. Okay. Finde Dylan in isolierte Verwahrung Panoptikon. Darlings persönliche Protokolle hacken? Er will uns dafür kreuzigen. Für wen hält sie sich so etwas anzuordnen? Sie muss glauben, dass er etwas verbirgt. Nee, wartet. Können wir mit ihr noch reden? Natürlich nicht. Vielleicht können wir mit Pope reden. Pope ist ja mal die Labertasche. Okay, Pope. Jesse, ist ja unten in der Forschung eine Dr. Rhea Underhill begegnet? Nein. Wer ist das? Sie war... ist eine Kollegin. Sie hat eine Art extradimensionalen Fungus studiert, der unter der Forschung wuchs. Das klingt nicht gut. Nein, tut es nicht. Ich habe nichts mehr von Rhea gehört, seit das Zischen kam. Kannst du nach ihr sehen, wenn du das nächste Mal in der Forschung bist? Natürlich. Danke, Jesse. Und was hast du auf dem Herzen? Und wie fühlst du dich dabei? Oh, wartet, neue Sachen. Schwarzstein. Ich war im Steinbruch. Was soll mit dem ganzen Schwarzstein geschehen? Die Behörde hat den Schwarzstein fast ausschließlich zu Isolationszwecken verwendet. Aber wir müssen weiterdenken. Helme statt Kisten, Messer statt Detonationsschilden. Messer? Ja, Messer. So vielseitig im Konflikt. Schlitzen, stechen, bohren. Ach, tut mir leid. Ich habe Darling jahrelang mit Kampfausrüstung in den Ohren gelegen. Das ist wohl mit mir durchgegangen. Mhm. Wow, das hatte ich nicht von ihr erwartet. Okay. Arish. Sieht gut aus hier. Arish macht hier richtige Fortschritte. Ja, das wird hier langsam zur Festung. Seit er sich um die Organisation kümmert, habe ich mehr Zeit, das Zischen zu analysieren. Ich wollte die Resonanz des Zischens in Blutproben isolieren und neutralisieren, aber bisher erfolglos. Also kannst du es nicht umkehren? Noch nicht. Aber vielleicht ist eine Umkehrung zu simpel. Wenn die Resonanz des Zischens menschliche Gene umschreiben kann, dann muss man vielleicht die Resonanz des Zischens umschreiben. Das könnte den Weg für die maßgeschneiderte Anpassung menschlicher Gene bereiten. Ich frage mich, ob das Konzept des verrückten Wissenschaftlers hier verbreitet ist. Okay. Wie geht es mit der HRV-Produktion voran? Besser als erwartet. Wir haben schon genug hergestellt, um Leute aus ein paar Schutzräumen zu holen. Sie sind hier und am Leben. Dank dir. Wärst du nicht gekommen, hätten wir nie so lange durchgehalten. Du hast natürlich auch deinen Teil beigetragen. Wir haben das zusammen auf die Beine gestellt, Emily.
Okay, und tschüss. Ich muss los. Nicht wirklich ergiebig. Oh, das werd ich. Haha, wie sie sich über eure Daten freut. Okay, ja gut. So, das Panoptikon. Lasst mal sehen. Hotline-Kabine. So, dann haben wir hier. Okay, das sind noch Bereiche, die wir noch gar nicht erforscht haben. Schwarzsteinbruch, okay. Ich gehe davon aus, dass das Panoptikon noch tiefer ist bei der Forschung irgendwo. Da ist die Ritualabteilung. Okay. Wir gucken gerade mal nach, welche Quest wir noch haben. Wie alt ist deine Schlange? Ich finde die strange, aber es mag auch sein, dass es immer daran liegt, dass das Voice Acting seltsam aussieht. Forschung, Zischerknoten, geht zur zentralen Forschung. Okay, da haben wir 15 Minuten für Zeit, das machen wir. Zentrale Forschung. So, da. Dann, das sind, glaube ich, immer so Timed Missions, wo man hingehen kann und da muss man, also ich musste bis jetzt immer irgendwelche Typen wegmachen und dann gab es dafür dann halt einfach eine Belohnung. XP oder halt den Loot, den die da liegen lassen. Aber es ist halt immer nur dahin gehen und kämpfen. Das ist so vom Gameplay, sage ich jetzt mal, ein bisschen dünn. Ich weiß nicht, ob man da noch andere Missionsmöglichkeiten findet, aber meistens war es einfach nur Kampf. Haben halt alles in Physics geskillt. So, zerstöre den Zischerknoten. Da unten wahrscheinlich, ne? Sekunde. Ja, jetzt bin ich hier und jetzt... Okay, da kommen sie schon. Hinter uns her. Vorne die ganze Zeit neu, kann das sein? Oder? Ne, jetzt spawnt gerade keiner mehr. Okay. Hab ich mich vielleicht doch vertan? Winkelkatze. Okay, warte mal. Was ist das hier? Was für geile Sachen, die hier haben. Was war das? Kraut? Okay. Das hat mich jetzt gerade mehr verwirrt als alles andere. Okay, da kommt nochmal eine Gruppe. Verdammt. Ja.
So. Ich habe keine Ahnung, ob wir diesen Fahrstuhl rufen müssen, aber wir machen das jetzt einfach. Okay. 10 Minuten haben wir noch. Jetzt bin ich in der Parapsychologie. Hä? Was ist das hier? Ein Gehirn? Ich glaube, wir sind gerade von der Mission weggegangen. Holy crap. Ich habe auch keinen Progress gemacht, ne? Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ich check's das jetzt gerade nicht. Ach. Okay, nochmal zurück. Aber wo genau müssen wir denn da hin? Das ist ja nur ein Korridor. Oder müssen wir da runterspringen? Ich habe nämlich nicht gesehen, den Zischerknoten zerstören. Das habe ich verstanden, aber... Ist er das? Ah! Der Sack... War er das? Ne, das war er nicht. Komm, wir gehen jetzt einfach runter. Warte mal kurz da. Ah! Die roten Dinger wieder. Okay. Okay. Jetzt hab ich's. Wow. Bang. Wow, Framerate! Habt ihr das auch gerade gesehen? Also, diese Framerate. Oh Gott. Pause Consoles. Ich will die Kugel treffen. Die ist tot, jawohl. Ich finde die Geräusche so gut, wenn die Gegenstände zu sich holt. Ja, absolut, der Sound ist mega. Als wenn gleich der Kampfjet startet. Oh. Warte, da hinten so einen dicken. Hat schon fast voll aus von einem TIE Fighter. Oh. Okay, warte. Okay, got it. Okay, warte. Die roten Dinger suchen, da. Erwischt. Wo ist noch ein rotes Teil? Da. Warte, die Kugel. Ach, der Fallschaden! No! Ah, okay, okay, aber ich glaube, wir brauchen die gar nicht alle bekämpfen. Ah, Base hat gefailt. Wir brauchen die gar nicht alle bekämpfen, wir brauchen nur die Dings wegmachen, diese roten Spots. Ich glaube, da können wir den Stinger nehmen und die alle wegmachen. RIP! Oh, wie geil! Hard RIP, sehr geil. Ah, ja. Ein RIP-Emote, Leute, das wäre auch was. Ja? Ja, wir müssen mal gucken. Ich mache dann ein Voting, wenn wir die Subpoints zusammen haben und noch ein weiteres Emote freischalten können. Okay, also. Wir wissen Bescheid. Zerstöre Zischerknoten. Wir haben noch 7 Minuten Zeit. Also, let's go. Halt. Pow. 1. So, wartet. So, da. Das ist der Trick. Das muss ich machen. Shit.
Ich ignoriere jetzt mal gerade die Gegner. Ich versuche das. Oh! Ich ignoriere mal gerade die Gegner. Sehr gute Idee, Base. Au! Okay. Das können wir vielleicht nicht ewig machen mit dem Ignorieren. Vielleicht müssen wir den Plan nochmal reworken. Wo sind noch mehr von denen? Da hinten ist noch was rot am Leuchten, deswegen glaube ich, dass. Ja! Jawohl, haben wir. Puh! Okay, die Typen nerven. Die machen wir weg. Okay, warte, wir machen das Ding weg. Ah! Wie es einfach abhaut, das nervt die. Okay, wo ist noch was rot am Leuchten? Da ist nichts. Da. Okay, got it. Oh, die Kugel. Okay. Weiter suchen. Überall, wo es rot leuchtet, müssen wir hin. Da. Ich wollte gerade hinter dem Ding in Deckung gehen. Okay. Oh, da hinten ist wieder so eine Kugel. Okay, kurz nachladen. Oh, diese Kugel, ne? Trigger hart. So. Okay, Leben. Dankeschön. Weg hier. Ein Ding fehlt noch, ne? Danke. So. Okay, wartet. Okay. Ha! Erwischt. Was gibt's jetzt noch für Material haben wir gekriegt? Habt ihr gesehen? Okay, Mission haben wir geschafft. Ich weiß gar nicht, müssen wir die restlichen dann noch umbringen? Ja, die sind auch da. Oh. Oh, verdammt, voll daneben. So. Aber sie werden jetzt zumindest nicht mehr geheilt. Wow. Alter Schwede. Leben. Ach, da oben fliegt so ein Typ! Oh, verdammt, der macht viel Damage. Okay, warte. Oh, der kann uns killen. Ja, wir haben ihn. Puh. Okay, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Leben. Puh. Den habe ich die ganze Zeit ignoriert. Der hat uns die ganze Zeit mit Steinen beworfen. Okay. Okay, okay. Darlings Büro, nope. Was haben wir noch für Missionen? Ein gefesseltes Publikum, Röntgenlichtbox im Hypnoselabor. Untersuche Jesse für ein weiteres Objekt der Macht, einen Tresor auf dem Trainingshinderniskur. Okay. Zentrale Forschung. Okay. Wir sind in der zentralen Forschung. Genau, hier war ja dieser Pilzbefall. Ah, vielleicht müssen wir hier runter. Das habe ich nie gemacht. Schwierig. Wir probieren das jetzt einfach mal, Leute. Okay. Ich
hoffe, dass wir so kein Damage bekommen hier, weil irgend so einen Raum hatten wir, dass wir da nicht reingehen konnten wegen dem Gas oder so ähnlich. Also hier sind wir auf jeden Fall noch nicht gewesen. Das sieht ja... Ja, die hat an Fungus gearbeitet, oder wie war das nochmal? Ja, ne? Da sind wir, glaube ich, genau richtig hier. Okay, hier ist auf jeden Fall so ein Elektrokasten, falls wir den brauchen. Da ist eine Tür. Okay. Ja. Sieht sehr vertrauenserweckend aus. Oh, hallo. Sind die friendly? Ich hab grad nicht viel. Vorsichtig, Mann. Der Bereich ist unter Quarantäne. Ich würde da nicht reingehen, ohne zuerst mit Underhill zu sprechen. Ah. Selbst dann würde ich da nicht reingehen. Perfekt. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Haben Sie sich verlaufen? Ja. Kommen Sie öfter ungebeten ins Arbeitszimmer fremder Leute? Ja. Sie weiß offensichtlich nicht, mit wem sie redet. Sollten Sie nicht im Schutzraum sein? Warum? Wegen dem Zischen, von dem die Ranger reden? Haben Sie das noch immer nicht im Griff? Die Situation hier unten ist für die Behörde eine ernste Bedrohung. Sie meinen diesen Fungus? Korrekt. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich brauche Proben verschiedener Fungusarten. Und mit dem Fungus hier ist es viel zu gefährlich, als dass ich sie selbst besorgen könnte. Wirklich? Fungusproben? Ich dachte, es sei eine echte Bedrohung. Das ist es auch. Der Fungus breitet sich aus. Wir müssen die Quelle finden, bevor er sich zu sehr ausbreitet. Und? Ich weiß nicht. Mit diesen Proben geht das? Nein. Aber mit der richtigen Kombination aus 5 bestimmten Fungustypen können Sie tiefer in die Grube eindringen. Dorthin, wo ich die ungefähre Lage der Fungusquelle ausgemacht habe. Okay. Und wie sehen diese Proben aus? Wie die auf dem Tisch dort. Ich habe eine Liste der Proben, die ich brauche. Hier. Sie finden sie im ganzen Grenzbereich. Ich sehe mich mal um. Ich bin übrigens Jessie. Schön für Sie. Schön für Sie. Sammle 5 Fungusproben für Dr. Underhill. Mein Gott, so viel Text. So viel Text. Ja, alle Menschen sind Frauen, das stimmt. Aber warte, wir reden gerade mal mit der. Arbeiten Sie schon lange für das FPC? Nicht lange genug, um seine dämliche Methodologie zu begreifen. Ich soll das Fungusproblem lösen. Aber wie soll man etwas lösen, wenn die grundlegende molekulare Struktur dieses Pilzes ein Rätsel ist? Oh, tut mir leid. Fragen Sie mich? Eine rhetorische. Die Behörde will kontrollieren, nicht begreifen. Aber um Ihnen zu antworten, als erfahrene Grenzbereichforscherin wurde ich temporär hier eingesetzt, um diese Angelegenheit zu klären. Mehr okay. Hätte sie nicht sagen müssen. Verstehe. Fungus. Was haben Sie über den Fungus gelernt? Erstens ist der Begriff Fungus eine übermäßige Vereinfachung, ausschließlich zur besseren Kommunikation. Tatsächlich scheint der Fungus ein Produkt komplexer Mikroorganismen. Sie spinnen den Fungus, bauen Strukturen wie winzige Städte und kolonisieren flink unsere Dimension. Und das Tempo dieser Mini-Ingenieure im Vergleich zu ihrer Größe? Einfach atemberaubend. Also wächst er schnell. Warum fragen Sie überhaupt, wenn Sie nicht zuhören? Wie nett ist sie denn? Wörter wie Molekularstruktur sind immer so Future. Ja, geil, ne? Ich denke die ganze Zeit immer nur an Fungi. Pizza Fungi. Und der Fungus kommt woher genau? Mhm. Wir haben keinen Namen für diese Grenzbereichdimension. Wir kennen den Ursprung, aber aufgrund der Dichte des Fungus können wir da nicht rein. Und selbst wenn, glaube ich, dass die Realität dort vollständig vom Fungus überwuchert ist. Komplette Zersetzung. Abartig, wie enthusiastisch sie ist, oder? Abartig. Maskuline Frauenhand. Das Zischen Was jetzt. Was wissen jetzt. Sie über das Zischen? Wie soll ich irgendwas über eine Daseinsform wissen, von der ich eben erst erfahren habe? Genau das ist das Problem der Behörde. Meine Arbeit wird immer wieder von diesen überflüssigen Angelegenheiten unterbrochen. Beruhigen Sie sich. Solange Ihr Haar faulen ist, haben Sie nichts zu befürchten. Dieses simple Ding? Ich dachte, das wäre Darlingsversion eines späten April-Scherzes. Nicht ganz. Bleiben Sie in Deckung, während ich mich um das Zischen kümmere. Okay. Ich muss weiter.
Verbreiten Sie bitte keine Sporen außerhalb der infizierten Bereiche. Aha. Klar. Wow. Wächst neben frischen Leichen, wächst neben Toiletten, wächst neben Fernsehern, wächst neben Treppen und wächst neben der Grube. Was? So viel Text? So. Was haben wir denn hier? Fungus Grenzbereich. Fortschrittsbericht. Aktiver Grenzbereich Fungusforschung. Zusammenfassung. Du möchtest also wissen, wie meine Fungusforschung läuft, Kaspar? Hier ist der Stand der Dinge. Mikroskopische Organismen, die im Aussehen geschwärzt ähneln, konstruieren die Architektur des Fungus. Ich verstehe nicht, ob die geschwärzt die ursprünglichen Multiplikatoren des Fungus oder von einer Fungusinfektion befallen sind. Der Fungus ist der fruchtbarste und hartnäckigste Organismus, den ich je gesehen habe. Meine Theorie ist, dass es irgendwo auf unserer Seite des Grenzbereichs eine Fungusquelle gibt, die hier verwurzelt ist, um das Wachstum in unserer Dimension zu beschleunigen. Ich nenne diesen bisher unbekannte Quelle Fungus 1. Der Fungus produziert einen appetitlichen Duft, um Menschen zum Verzehr zu verleiten. Er breitet sich in der Brusthöhle aus und erfasst schnell den gesamten Körper, wobei er die Kontrolle über die motorischen Funktionen übernimmt. Dieses Verhalten wurde nicht beobachtet, als ich hier eintraf, was bedeutet, dass der Fungus sich an unsere Präsenz angepasst hat und unsere biologische Notwendigkeit als Mittel der Verbreitung anvisiert. Es ist echt ein echt geniales kleines Ding. Ein vollständiger Bericht wird bald fertiggestellt sein, jetzt nur nicht die Pferde scheu machen. Okay, harter Fungus-Fan. Okay. Was haben wir hier noch? Ups. Ich hab die... Ich wollte das Ding aufmachen, wartet. Sammelobjekte. Ah, Forschung. Achso, das sind die paramontierten Resonanz... Moment, wo bin ich denn jetzt hier? Was ist der? Da ist er. Alternative Perspektive, betreff Forschung und Nützlichkeiten von Grenzbereichen. Dr. Darlings frisch verfasste Abhandlung mit dem Titel, geschwärzt, wir werden es nie erfahren, enthält ein paar eklatante Auslassungen, die ich beleuchten möchte. Zunächst mal ist die gesamte Prämisse der Abhandlung, dass der Steinbruch-Grenzbereich ein Vorteil für die Behörde ist, während der Fungus aktiv feindlich gesinnt ist, so seine eigenen Worte. Wir können den Wert dieser Dimension und ihrer Lebensform nicht mit Definitionen der Behörde bestimmen. Zweitens ist der Fungus viel nützlicher als irgendeine Art von Stein. Falls die... geschwärzt, die den Fungus erzeugen, in ihren gebildeten Strukturen den größten Wolkenkratzern Konkurrenz machen. Die Resistenz des Fungus gegen eine Reihe von Krankheitsstämmen, die wir einzuführen versuchten, könnte in, geschwärzt, abgeleitet werden. Ja, diese Anwendung ist zugegebenermaßen schwierig, als einen Stein aufzuheben und ihn an die Wand zu kleben. Aber ich frage mich, wann die Behörde ihr Verlangen nach einer Herausforderung verloren hat. Okay, I see. So, warte, da ist die Tür. Da ist noch was. Was ist das? Nachfragen von Underhill. Hallo Raya, wie ist die Lage da unten? Hast du Spaß mit dem Fungus? Gewöhnst du dich langsam wieder an das gute alte FBC-Leben? Ich wollte dich auch fragen, wie das Kaffeetrinken mit Emily verlief. Ihr Stern ist im Aufstieg. Sie ist unglaublich gescheit und extrem intuitiv, aber ich wollte deine Meinung über sie hören. Ich glaube, ihr zwei könntet sehr gut gemeinsam an einem Projekt arbeiten, könntet voneinander lernen. Lass uns das treffen. Lass uns treffen und bald darüber sprechen. Wie dem auch sei, entschuldige die Unterbrechung. Ich bin sicher, dass du im Moment an nichts anderes als Fungus denken kannst. Du wirst schon immer eine sehr fokussierte Frau. Ich habe das immer an dir bewundert. Wir sprechen bald. Kasper. Okay. Ein Schelm, der denkt, dass er ihr nachstellt. Okay, haben wir hier noch irgendwas, das wir hätten aufheben können? Nee, da sind nur Fungusbilder. Okay, wir gehen hier raus. Hallo? Auf Wiedersehen! Okay, also, mal gucken, ob wir das jetzt alles hinkriegen. Fungus neben Leichen, Fungus neben Toiletten. Hier unten riecht es so süß. So süß. Plötzlich habe ich richtig Hunger. Ich weiß nicht, wie der Fungus wohl schmeckt. Ich war fast tot. Fast tot. Eine fokussierte Frau. Pink, grüß dich, willkommen im Stream. Schön, dass du reinschaust. Sie hat safe Fußpilze und will ihn bekämpfen. Kappa. Ja, wer weiß. Okay. So viel Pilze hier. Und ich denke die ganze Zeit an Pizza Fungi. Ist das nicht krass? Okay, warte. Oh shit. Was ist das? Okay, was haben wir hier? Zusatzbemerkung. Pinker Flamingo. Agenten bemerkten eine Person ohne festen Wohnsitz, die für gewöhnlich außerhalb des Hauptquartiers der Behörde zu finden war. Das Objekt bei sich trug und laut verkündete, dass sie für den Mangel an ungünstigem Wetter verantwortlich war. Die Häufigkeit dieser Behauptung zog die Aufmerksamkeit von Dr. Darling persönlich auf sich. In Interviews, die als ungezwungene Gespräche getarnt waren, berichtete die Person, dass das Objekt mit
Objekt mir bei Hitze Wolken beschert und Sonne, wenn der Regen plärt. Ein bemerkenswertes Ereignis trug sich während schwerer Regenfälle zu, als der Vagabund dabei beobachtet wurde, wie er möglicherweise ein Ritual mit dem Objekt abhielt. Siehe Akte PGO 1372 für weitere Details. Dr. Darling berichtete von einer paar sekundigen Wartezeit, bis der Regen aufhörte. Der Vagabund wurde am darauffolgenden Tag in Gewahrsam genommen. Nach Geschwärzt konnten keine Geschwärzt festgestellt werden, sodass er freigelassen wurde. Das Objekt bleibt aufgrund des Verdachtes auf gewandelte Eigenschaften in der Behörde unter Verschluss, obwohl dieser noch nicht bestätigt wurde. Keine bekannte Abwandlung einer Identifizierungsformel hat bei dem Objekt bisher eine Reaktion ausgelöst. Ein pinker Flamingo? Also lese ich das jetzt gerade richtig? Sie haben irgendeinen Obdachlosen gehabt, der hat so einen Plastikflamingo aus dem Vorgarten im Arm gehabt? Geiler Typ. Und einen guten Abend zusammen, sagt die Pink. Ja, hoi, grüß dich. Na, wie geht's dir? Wie war dein Stream heute? Ich wollte eigentlich reingeschaut haben, aber war dann leider so eingespannt, dass ich keine Zeit mehr hatte. Schade. Aber ich habe gesehen, glaube ich, du hast DBD gespielt. PTB? PTB? Oh, warte. Bilder? Voll verlaufen. Moment mal. Hä? Wait a minute. Wait a minute. Da können wir auch langlaufen, okay. Hallo? Sind das Menschen? Bong. Oh, verdammt. Ich muss echt aufpassen bei den Explosionsdingern. Oh shit, was ist das? Waffenmodifikationen sind voll, das war so klar. Was ist das? Kopfschussschaden plus 70%. Als wenn Kopfschussschaden nicht an sich schon viel Schaden ist. Aber okay. Wir müssen, glaube ich, Waffenmodifikationen leer werden. Was ist das hier? Exklusiv für Schmetterer. Schadensschub. Ja komm, wir zerlegen die einfach mal. Aber wir den Schmetterer sowieso so gut wie nie benutzen. Das heißt so gut wie nie. Wir benutzen den gar nicht. Rückstoß. Wahrscheinlich ist das die Überwaffe. Und Base benutzt sie halt einfach nicht. Okay, das reicht erstmal. Ganz entspannt ohne PTB. Kappa macht es immer noch Spaß, alles zu zerlegen. Ah, gekillert? Gekillert? Okay. Muss aber den Leben wieder dazu kommen. Also die Dinger hier explodieren. Also kann man da auch drauf schießen und sie explodieren? Yo. Hört ihr das? Ja. Kettenreaktion. Okay, der ist weg. Okay. Das war eine Frage an dich. Ob es immer noch Spaß macht, alles zu zerlegen. Ich dachte jetzt, du sprichst von dir, dass du als Killer alle zerlegt hast. Jetzt verstehe ich es. Ja, es macht immer noch Spaß, alles zu zerlegen. In der Tat. Es ist Wahnsinn. Und ich möchte gerne wissen, wo die Story oder wo das Game mich hinführt. Weil ich bis jetzt noch nicht wirklich schlau daraus geworden bin. Was war das? Was hat uns jetzt gerade gekillt? Hat irgendjemand aufgepasst? Ich habe es nicht gesehen. Okay. Aber ja, es macht auch Spaß. Auch wenn ich gerade gestorben bin. Alles gut. Ein Headshot. Von wem? Von wem? Können die schießen? Ich dachte, die können nur hauen. Diese pilzbefallenen Typen. Pock. Okay, passt auf. Wir probieren das nochmal. What? What? Ach so. Aber okay, wir haben die Mission und alles, ja. Okay, warte. Okay. Ihr mich auch. Boah, ich denke immer, wir haben alles verloren oder so. In Wirklichkeit sind wir halt nur am Kontrollpunkt rausgekommen. Der Fußpilz schlägt zurück. Ja, ich glaube auch. Okay, passt auf. Wir gehen jetzt hier runter. Huh.
Pass mal auf. Schaffen wir das? Soll ich mal versuchen, schnell runterzufallen und im letzten Moment abzufangen? Ey. Not bad, oder? So, okay. Da habe ich übrigens eine Kiste verloren. Vergessen. Nicht verloren. So. Ich denke halt, dass du dieses Zischen eliminieren musst. Yeah! Oh, warte. Nee, ich dachte gerade, da was zum Sammeln. Okay, kann ich da auch so hoch oder muss ich durch das Büro von der Alten? Ich will nicht durch das Büro von der Alten. Nee, strange. Okay, ja, perfekt. Wir müssen da gar nicht durch. I like. So, warte. Das Ding interessiert mich nicht. So, und dann waren wir hier und dann sind wir gestorben. Ha! Oh, fuck. Pong. 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 Okay. Got it. Der kann schießen! Das habe ich gemerkt. Okay, warte. Da ist auch noch einer. Oh, warte. Warte. Wow, das macht Damage ohne Ende, ey. Huch. Hat ihn das jetzt gekillt? Oh, wow. Wollte nicht die Karte. Oh, verdammt. So. Okay. Oh shit, da sind zwei Stück. Wow, nicht getroffen. Gib mal so ein Ding. Verdammt, wo ist sie hin? Da. Komm da wieder raus! Dankeschön. So. Oh shit! Okay. Wo kriege ich jetzt diesen scheiß Pilz her? Oh shit! Nicht dahin! Nicht dahin! Oh Gott! Habe ich ihn gekillt? Ja. Quatsch. Ey, lebt der immer noch? Okay. Au. Boah, der Damage, ne? Warte, wir müssen da mal kurz hochklettern, weil hier haben wir die Gegner getötet. Das gibt ein bisschen Leben zurück, genau. So. Okay, Fungusproben. Fungusproben. Oh Gott, das reicht, wenn man in die Nähe kommt. Das sind Proximity Mines. Alter Schwede. Dieses Game, ne? Es ist der Floor Lava. Oh shit! Oh shit! Das tötet. Wow. Achso, okay. Also da kann ich noch nicht rein. Aber sie hatte gesagt, wir müssen, genau, wahrscheinlich die Forschung erst abschließen. Und dann, wenn wir diese Proben haben, dann können wir tiefer zum Ursprung des Fungus hin, hat sie gesagt. Oh shit, das war scheiße. Es ist aber auch hier scheiße dunkel. Da ist eine Toilette. Toll. Wie sieht das denn aus, was ich dann sammeln kann? Okay. Hier ist nix. Lab 05. Hallo? Oh! Eine von Underhills Proben. Wächst bei Fernsehern. Jawohl, eins weniger. Nice. Also wir sind auf jeden Fall im richtigen Bereich scheinbar. Das ist nämlich der aktive Grenzbereich hier. So, hier ist ein Automat. Jetzt eine Packung Chips, das wäre was. Okay.
Okay. Lab 08. Okay. Hallo? Da ist was. Hab dich. Wächst bei Treppen. Jawohl. Jetzt haben wir C und D schon gefunden. Hm. Oh, Kiste. Der nehme ich auch mit. Da oben ist wieder so ein Zeug. Da muss ich aufpassen, dass das mich nicht tötet. Wenn es angeht. Da geht's weiter. Oh, Kontrollpunkt. Ja, Leben. Jawohl. Auch gut, falls wir wieder drauf gehen sollten, dann müssen wir nicht den ganzen Weg laufen. Okay. Noch drei Proben. Oh, warte, da vorne war eine Kiste. Aber vorher... Musik. Da war heftig Retro Synthwave an. Okay. Sie sind alle tot? Das sind doch Leichen. Jawohl, das wollte ich hören. Das muss eine der Proben sein. Yep. Okay, jetzt brauchen wir noch Toiletten und eine Grube. Kann man dann da durch? Kann nichts sehen. Oh, Kiste. Echt dunkel hier. Kommt denn das Licht hier? Okay. Okay, also von da sind wir gekommen. Und hier scheint es jetzt irgendwie nicht weiter zu gehen, ne? Ich höre hier zwar immer dieses Klirren, aber ich glaube, das ist der Kontroll. Oh, warte, da geht's weiter. Oder? Ach ne, hier waren die Leichen. Okay. Hm. Kann ich hin? Oh, warte, da kann ich rüber. Oh Gott, den Sprung schaffe ich doch nicht. Einen Moment, von da bin ich auch gekommen. Oder? Komme ich von dort? Von da bin ich gekommen. Okay. Einmal alles wegräumen. Aber hier geht's auch nicht weiter. Das heißt, hier ist kein Lab mehr. Okay. Lab 06. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich so viele Labs gibt. Okay. Ah. Das ist aber wieder so eine Timed Mission. Oder? Ja, so eine Timed Mission. Die interessiert uns gerade nicht. Wir wollen keine Timed Mission machen. Wir wollen die Sachen sammeln. Okay. Und da sind wir gekommen. Restrooms, da! Perfekt. Also hier runter oder was? Hier sind die Toiletten. Da! Den haben wir übersehen, oder? Da hoch! Oh mein Gott! Das Game! Aber ich mag das eigentlich, dass man sich die Sachen zusammenreihen muss. Dafür schuldet mir Underhill was. Und wächst neben der Grube? Die Grube ist wahrscheinlich das, wo da, wo es nach unten ging, ne? Wo wir Damage gekriegt haben. Passt auf. So gut. Okay. Also, die Grube. Hier ist die Grube. Da! Das ist das Ding doch. Okay, wartet. Hep. 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 Das ist wie Super Mario. Einfach Jump'n'Run. Oh, verdammt. Okay, wartet. Hep. Und hep. Die sieht doch gut aus. Easy, oder? Jetzt müsst ihr mal sagen... Das sind alle fünf Proben. Jetzt könnt ihr auch mal stolz auf mich sein. Bringen. Okay. Oh, hoch da. Jawohl.
Zeug zu dem Chick. Hallo? Sie sehen aus wie eine Frau, die Fungus für mich hat. Hat sie nicht gesagt, oder? Okay. Ich habe alle fünf gefunden, aber sie sahen so appetitlich aus. Jam, 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 jam. Ja, so wirkt der Fungus auf manche Menschen. Vermutlich, weil er nicht wirklich ein Fungus ist. Er ist nicht mal aus unserer Dimension. Ich vermute, er resultiert aus der Mischung zweier inkompatibler Molekularstrukturen. Eine davon dominant. Fungus nenne ich ihn nur, weil er in Aussehen und Verhalten am ehesten einem Pilz entspricht. Oder vielleicht Bakterien. Sie erinnert mich an meine alte Biolehrerin. Haben Sie noch weitere Mitglieder meiner Rangerwache getroffen? Da waren keine Ranger. Nur wandelnde Fungi-Leute. Es sei denn... Das waren ja, ihre Ranger. Diese wandelnden Fungi waren meine Ranger. Ich bezeichne diese Kreaturen als Wirte. Sie und andere unvorsichtige Agenten haben ihrem Hunger nachgegeben. Aber darüber brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die Pille, die ich aus diesen Proben herstelle, macht die Durchquerung der unteren Ebenen vollkommen sicher. Und sie immunisiert zusätzlich gegen die giftigen Sporen der Grube. Nun trollen Sie sich. Nun trollen Sie sich? Gibt Dr. Underhill Zeit, das Gegenmittel fertigzustellen. Okay. Ich muss weiter. Verbreiten Sie bitte keine Sporen außerhalb der infizierten Bereiche. Diese Arzt Frau, ne? Hier ist ein Schatz. Okay. Und wann auch immer sie das fertig hat, wer weiß. Die Frage ist vielmehr, wie kommen wir jetzt hier raus? Ach, wir haben hier den Kontrollpunkt. Ist das die einzige Chance, hier rauszukommen? Echt? Das ist aber nervig, okay. Oder kann ich jetzt einfach wieder reingehen und mit ihr reden? Wir wollen dich nicht retten müssen. Ich mein's ernst. Oder gab's hier noch was zum... Gab's hier noch einen Kontrollpunkt? Nee, ne? Nö. Na ja, gut, komm. Wir gehen nochmal rein. Vielleicht kann man ja jetzt schon mit ihr reden. Guten Abend. Tag. Ist es morgen? Oder ist es morgen? Ist es gut? Etwas? Ja, die verdammte Probe, Mann. Okay, ja, ich muss jetzt Zeit geben. Das heißt, ich muss jetzt weg hier. Verbreiten Sie bitte keine Sporen außerhalb der Infizierten. Okay, es gibt kein Homestone aller Dark Souls oder so. Das bedeutet, wir müssen jetzt wirklich bis zu dem Kontrollpunkt laufen, ne? Okay. Kontrollpunkt. Ja. Der war einmal den kompletten Parcours bis nach oben laufen, ne? Gut, dass Base quasi ein Speedrunner ist, ne? Ist das alles gar kein Problem für mich. Zack. Easy, oder? Wichtig, irgendjemand macht immer das Radio aus. Das macht mich fertig. Trigger. Hallo? Was mit dem Radio? Ist kaputt? Nein! Okay. Ach, ich wollte noch nach Mission gucken. Also, dir geben wir jetzt Zeit. Wir könnten zur Poststelle gehen. Okay. Dann machen wir da noch kurz Sachen sammeln. Poststelle. Okay. Machen wir einfach, weil wir es schnell machen können. Und danach schauen wir mal, welche Mission wir dann uns zu Gemüte führen. Ich bin gerade mich aber überlegen. Die Hauptstory war das ja jetzt nicht, auch wenn die Frau viel geredet hat. Das war jetzt einfach nur eine Nebenmission, weil uns Emily gebeten hat, geh nochmal nach unten und schau mal den nach dieser Forscherin. Oh, vielleicht können wir mit Emily reden und dann sagt die uns was darüber. Und danach können wir uns dann vielleicht dieses Zeug holen. Okay. Aber ich weiß immer noch nicht, wo dieses Panoptikum sein soll. Okay, ich bin jetzt bei der Poststelle. Got it. Und jetzt? Sicheren Bereich beschützen die verbleibenden FBC-Agenten. Wo sind die denn? Wo zum Geier sind sie? Wo?
Oh shit! Wo sind sie? Na super, ey. Stell dir vor, du startest eine Mission und weißt nicht, wo sie sind. Sterben jetzt die FBC-Agenten oder machen die es alleine? Ach, da drin sind sie! Wo? 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 Nicht weichen! Was? Was da hoch? Attacke von der Seite? Der ist doch dahinter. Ach toll. Oh, ach da. Wow. Also die Framerate geht gerade derbst in den Keller. Hier passiert zu viel Scheiß. Jetzt geht's wieder. Servus, Junos, grüß dich, willkommen im Stream, wie geht es dir? Oh shit, das Vieh! Oh. Die Sequenz ist so teuer! Wow! Hab dich! So, dankeschön. Wo sind die anderen? Ach, da unten! Got it. Nicht aufhören! Ja, wo? 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 Da. Schaut aus! Nein! Danke. Ey, wie schnell ihr Leben regeneriert. Dankeschön. Ey, was stimmt mit ihm nicht? Wo sind sie hin? Abgesehen von, dass ich Sonntag zurückfahre, gut. Ja, irgendwann muss es ja auch mal gut sein mit dem Urlaub, ne? Also, ne? Irgendwann ruft dann halt auch mal wieder der Alltag. Wo sind die hin? Die bei uns? Da oben? Wie kommt der denn da hin? Hallo? Kann der da mal runterkommen? Aha, hier. Verdammt. Erwischt. So, war's das? Jawohl. Gemacht. Oh shit. Da können wir nicht rein, weil wir das Gas noch nicht haben. Seht ihr? Die Pille brauchen wir hier. So. Geschafft. Wo war der Kontrollpunkt? Da. Wer hat gerade auf mich geschossen? Hallo. Okay, Mission. Der Trainingskurs. Wo soll denn der sein? Die Pille schützt dich, hat die Frau gesagt. Hat die Frau schon gesagt. Okay, wo ist denn der Trainingskurs? Zentrale Geschäftsleitung? Da ja auf jeden Fall nicht. Bei Wartung? Obwohl, warte mal kurz, bei Wartung? Eine Mission ist bei Wartung, seht ihr das da oben? Zentrale Wartung, warte mal kurz. Wo ist die zentrale Wartung? Ist da kein... Da ist kein, So, okay, wir gehen zur zentralen Wartung und gucken mal. Ich muss den Stream auf 160p anschauen, weil die 16K-Leitung in der Türkei scheiße ist und im Hintergrund Netflix läuft. Geil, Körper, not. Naja, aber ich sag mal, das ist der Vorteil, dass der Stream hier transkodiert wird. Also, angenommen, du würdest die 16K komplett kriegen, dann könntest du das hier in crispen 1080p mit 60 FPS genießen. Wenn das Game denn aber mithalten würde. Oder, und gleichzeitig kannst du es natürlich jetzt auch mit 160p schauen. Nice.
not. Irgendwie. Okay, pass auf, wir brauchen mal kurz eine Wegbeschreibung. Wo es zur zentralen... Ne, Sektorenlift will ich nicht. Aber wo, warte mal kurz. Sektorenlift? Geht der vielleicht noch in eine andere Richtung oder geht der nur in eine Richtung? Nee. Hausmeisterbüro? Das passt alles nicht. Da müssen wir nicht hin. Wir müssen... Andere Richtung muss ich. Okay. Okay. Aber Bassstimme ist doch schon 4K. Geil, oder? Ich spreche einfach den Stream in 4K, Leute. Okay. Wow, das ist eine crispe Auflösung. Oh, jetzt geht's. Und sie ist positiv, du wirst nicht gespoilert. Stimmt, da ist was dran. Energy Converters? Das passt nicht. Oder? Wo bin ich jetzt? Ich bin komplett falsch. Wir müssen also doch zur anderen Seite. Scheibenkleister. Das triggert mich. Man kann sich hier so super verlaufen. Aber wer Karten lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich erkenne nicht, aber die Stimme von Bass in der Chat reicht mir. Nice! Du erkennst nichts, aber ist okay. Hauptsache du hörst uns, ne? Fühl dich gedrückt. So, warte mal kurz. Jetzt bin ich auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Okay. In welche Richtung gehen wir jetzt? Falsche Richtung. Andere Seite. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig laufe. Versuchen so ein bisschen nach Richtung zu laufen. Okay, und da oben dann links. Das ist zu. Kacke. Von der anderen Seite, okay. Kommen wir hier hin? Das ist nicht richtig. Das Wartungssektor? Moment. Wartungssektor. Kriege ich dann... Doch. Ich glaube ziemlich sicher. Also, wir testen das. Vielleicht habe ich es jetzt auch komplett verkackt. Aber ich glaube, wir sind jetzt nur eine halbe Ebene nach oben gegangen und sind immer noch im Wartungsbereich und können dann rübergehen über irgendwas und... Oder auch nicht. Wo sind wir jetzt? Ist jetzt hier richtig? Was mit den Dingern hier? Bringt das was, die kaputt zu machen? So, jetzt habe ich alles weggemacht. Und jetzt? Field Training. Ja! Untersuche den Trainingskurs. Wir sind richtig. Jeez. Hallo? Akte. Schriftverkehr. Ich möchte hiermit offiziell gegen die unautorisierte Verwendung meiner Stimme in einer Qualität, der ich nicht zugestimmt habe, Beschwerde einlegen. Hat halt nicht in 4K eingesprochen, Leute. Es wurde mir nicht mitgeteilt, dass man vorhatte, Material von Aufnahmen zu verwenden, die ich für einen Probedurchlauf gehalten hatte. Hätte ich davon gewusst, hätte ich die Verwendung dieser Aufnahmen nie zugestimmt. Ich verlange, dass die aufgenommenen Nachrichten für den Ranger-Trainingskurs ab sofort nicht mehr verwendet werden. Ich werde diese Erniedrigung vor meinen Kollegen nicht tolerieren. Falls nötig, werde ich die Personalabteilung einschalten. Mit freundlichen Grüßen, Randall Pulaski. Okay, was hat er denn gesprochen? Let's work hard. His life is in your hands. Motivation. Hallo? Okay. Ist nix. Schließe den Trainingskurs ab in der vorgesehenen Zeit, okay? Also einfach das Lesen? Willkommen zum Ranger Trainingskurs. Der Kurs muss in der vorgeschriebenen Zeit absolviert werden. Drücken Sie auf den Knopf, wenn Sie bereit sind. Ist das alles so? Ich mochte Hindernisläufe schon immer. Oh, wie geil ist denn er? Ihr seid alle Samstag eingeladen auf eine Party in der Türkei. Lass die Nachbarn abfolgen. Lass alles brennen. Okay. Bereit machen, Ranger. Kurs startet in 5, 4, 3. Int, eine wunderschöne gute Nacht. Mach's gut. Los. Wo?
Oh, da ist die Tür. Scheibenglas, okay. Oh, wartet. Ich glaube, da filmen wir mal lieber die andere. Ah, verdammt. Oh, warte, doch. Oh, ich kann die Waffe hier wechseln. Noch 45 Sekunden. Hallo? 30 Sekunden. Ja, ich bin dabei. Stress. Nach 5 Sekunden. Ach, verdammt. Nicht geschafft. Normal, Ranger. Hat er nicht gesagt. Okay, also die zwei Dinger muss man machen. Und dann kann man hier hoch. Und dann wäre der Kurs hier zu Ende. Okay. Verstehe. Okay, jetzt machen wir das nochmal. In Bravourzeit. So. Bereit machen, Ranger. Kurs startet in 5, 4, 3, 2, 1. Los. Oh, verdammt. Ich hatte mal alles klar, Junos, mach's gut. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in der Türkei und dann bald wieder zurück hier, ne? Noch 30 Sekunden. Got it. Verdammt. Auch Energie, bro, Energie. Ja, ich weiß, ich habe keine Energie. Noch 5 Sekunden. Wo muss ich hin? Ausgeschafft. Glückwunsch, Trainer. Ich schätze, das gehört normalerweise nicht. Okay, wir haben es geschafft. Ich dachte, ich muss doch irgendwo hin oder so. Hier was? Ne, da ist nichts. Okay, wir laufen jetzt einfach da hinten oder was? Ich komme nicht dran. Ach so. Wartet. Pow. Moment. Was willst du jetzt von mir? Säubere das Objekt der Macht. Womit denn? Ich kann nichts. Achso. Einfach nur Sachen gegenwerfen. Ja, das war ja einfach. Okay. Ich hab's. Okay, verwende Schild, um die Astralebene Herausforderung abzuschließen. Goldgegner sind gegen Jesses Angriffe immun. Okay, verstanden. Und jetzt? Halte L1 für Schild. Okay. Oh, verdammt! Okay, das zählt nicht als Tod. Das ist ein Reset. Das ist wie der Trainingskurs, den ich eben gerade nicht in der Zeit geschafft habe. Okay. Ich glaube, dass diese Fähigkeit eigentlich total basic ist.
Wie die halt nur super spät jetzt gerade erst freischalten. Verteidigung. Oh shit! Okay. Ja, ich glaube, dadurch, dass sie alle Level 2 waren, hat man schon gemerkt. Oh, verdammt! Die waren jetzt nicht so knorcher. Okay. Geschafft. Blackrock Processing. Okay. Welche Mission haben wir jetzt? Wo ist die denn? Jesse erfährt von einem weiteren Objekt, der macht eine Röntgenbox im Hypnoselabor. Okay. Wir brauchen jetzt erstmal wieder einen Exit Point. So, das waren die Toiletten nur. Nur. Oh, Moment. Hallo. Habe ich dich echt nicht aufgemacht? Okay, gut. War hier noch was drin? Habe ich das für... Oh, da ist noch so ein Ding. Guck mal. Habe ich das alles übersehen? Waren wir hier noch nicht? Scheinbar. Okay. Okay. Okay, aber hier war glaube ich. Oh shit. Ah, ich vergesse immer. Dafür sollten wir uns jetzt auf jeden Fall jetzt wieder das Ding holen. Wartet. Griff und zu uns Stich, weil Stich dafür einfach perfekt ist. Big time damage. Einfach pulverisiert. Okay. Good job. So, hier war doch auf jeden Fall. Achso, hier war doch auf jeden Fall so ein Kontrollpunktfeld. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo es war, aber. Da, wo die Typen waren. Da. Perfekt. Okay. Oh, Fähigkeitspunkte. Nice. Energie nehmen wir auf jeden Fall, weil Energie ist halt einfach on top. Und 3 Punkte brauchen wir noch, haben wir nicht. Was ist das denn hier? 10% für ein stärkeres Schild. Ach, das sind die ganzen Fähigkeiten. Guck mal, da kommen also noch 2 neue Fähigkeiten dazu. Oder sogar hier noch was. Das ist jetzt die Frage, was das wird, okay. Ich spare aber jetzt halt auf mehr Energie. Zielschlag. Schleudern. 50% mehr Schaden mit Schleudern. Obwohl, das auch gut machen wir ständig. So, zack. Fertig. Fertig gelevelt. Alle weg. Schnellreise. Wir gucken gerade in der Forschung. Und zwar, wenn ich das richtig sehe. Wir gehen dorthin. Nee. Dorthin. Und dann versuchen wir da drüber hinzukommen. Aktiver Grenzbereich ist das. Das ist doch unten. Ausstellung über die Astralebene. Ja, genau, da gehen wir mal hin. Und hoffen wir, dass wir auf dem gleichen Layer sind und dann dahin launchen können. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay. Einmal kurz den Check. Wir haben es nämlich Mitternacht. Wer ist denn hier noch wach? Der kann mal die Hand heben. Im Chat. Oder einfach einen Ping von sich geben. Okay. Oh, nein! Getränke alle. Muss noch nachfüllen.
Stay hydrated. Ich habe jetzt kein Stay hydrated Bot an. Base ist als Streamer so gewissenhaft und sagt euch das natürlich so, damit ihr Bescheid wisst, dass ihr jetzt was trinken müsst. So. Let's go. Okay. Parakinesiologie. Falsche Richtung. Eigentlich müssen wir in die Richtung. Obwohl Parapsychologie, Parakinesiologie müssen in die Richtung. Genau, hier ist nämlich diese Ausstellung. Da ist der Fernseher gewesen, den haben wir gesehen. Wir sind daher gekommen, aber wir können hier hoch. Okay. Was ist das denn? Ach, das war dieses, da war dieses Objekt drin, okay. Wir haben es hier eingesperrt, das heißt, wir können da einfach durch. Ging es hier weiter irgendwo? Da, genau. Okay, Hypnoselabor. Okay. Okay, wir gehen in die Etage runter. Abgefahrenes Labor. Was ist das hier? Okay. Haben wir schon im extrasensorischen Labor? Oh, Kiste. Scheinbar waren wir hier noch nicht. Ups. Danke. Loot. Okay, aber ansonsten können wir hier auch nichts machen. Das ist halt ein Raum. Okay. Wird da wirklich nur die eine Box drin? Was haben wir denn hier? Eine Akte. Jawohl. Zweck der Tanks zur Reizabschirmung. Ja, hier ist Darling. Einige von Ihnen fragen sich, warum ich diese Tanks zur Reizabschirmung aufstellen ließ. Ich dachte, ich sorge für ein wenig Klarheit in der Angelegenheit. Einige von Ihnen haben bestimmt von einem Dr. Yoshimi Tukui gehört, dem Mann hinter den immens populären geführten Bildererlebnisbändern. Offenbar gehen seine Bänder über die üblichen meditativen Qualitäten solcher Sachen hinaus. Sie erzeugen echte halluzinatorische Vision bei einigen Zuhörern, so heißt es zumindest in den Berichten. Wir haben diese Tanks beschaffen, um Dr. Tokuis Bänder persönlich zu testen. Darüber hinaus kann es auch irgendwann zu stressreduzierten Anwendungen für die Mitarbeiter kommen. Ich denke, Sie alle könnten von ein wenig Zeit in einem dunklen, eingeschlossenen Raum profitieren, denken Sie nicht? Hallo? Wenn Sie noch mehr Fragen haben, dann besuchen Sie mich gerne in meinem Büro. Sie wissen ja, wo es ist. Ich weiß ja nicht. Der Typ ist weird, okay? Okay, hier ist noch eine Akte. Dr. Tukui-Ermittlung. Offizieller Befundsbericht betrifft Dr. Yoshimi Tukui. Zusammenfassung. Dr. Yoshimi Tukui, ein in Tokio wohnender Japaner, hat eine Reihe von Audioaufnahmen mit geführten Bilderlebnissen, so sorry, produziert, die weltweit große Beachtung fanden, da er so ungewöhnlich schnell bekannt wurde und Berichte lebhafter geschwärzt, die Verwendung seiner Aufnahmen begleiten, wurde der Untersuchungssektor damit betreut, Dr. Tokuis Laufbahn unter die Lupe zu nehmen. Wir haben in seiner Vergangenheit keine Zwischenfälle mit einem gewandelten Ereignis noch irgendwelchen Beweise für eine Beteiligung an einer gewandelten Organisation gefunden. Allerdings berichteten Agenten, die bei einer Autogrammstunde anwesend waren, von geschwärzt, als sie Dr. Tokui sprechen hörten. Wir empfehlen dem Forschungsteam, eine Audioaufzeichnung von Dr. Tokuis Stimme zu beschaffen und sämtliche relevanten Analysen durchzuführen. Entsprechend der Ergebnisse legt der Untersuchungssektor die nächsten Schritte hinsichtlich Dr. Tokui fest und bestimmt seine Eignung für das Primärkandidatenprogramm. Aha. Alright, alright. Okay, das war's. Hier ist sonst nichts. Die anderen Türen sind hier scheinbar alle abgeschlossen. Okay. Oh shit. So, der ist weg. So, der ist auch weg.
Hey, wer ballert da so? Und dankeschön. Hey, was ist das? Ich höre doch noch Musik. Hm. Oh, hallo. Hallo, Fallakte. Präkognitive Kräfte. Nadine senden Sie dies an die Forschungsabteilung zur Analyse betreffs eines meiner präkognitiven Kräfte. Eilig, Dr. Darling. Letzte Nacht hatte ich einen Traum. In dem Traum erhielt ich die Lösung zu einem Personalproblem, mit dem ich erst gestern konfrontiert wurde. Das Problem ist vertraulicher Natur und kann daher hier nicht näher ausgeführt werden. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich diese nützlichen Informationen durch eine unbestreitbare paranatürliche Methode erhalten habe. Ich kann nur zu dem Schluss kommen, dass ich außergewöhnliche präkognitive Fähigkeiten besitze und biete daher den Forschungsteams der Behörde meine Dienste an. Wir müssen meine Kräfte für das Allgemeinwohl nutzen. Mr. Francis Bertram. Okay. Wer auch immer er ist. Oh, shit. Das war super Aim-Base. Das war besseres Aim. Dankeschön. Okay. So, Hypnose-Labor. Okay, hier ist auf jeden Fall das Ding. Parakinesiologie, zentrale Forschung. Und irgendwie müssen wir eine Etage runter. Und dann da hinten in den Raum. Wie auch immer wir dorthin kommen. Kann man da zoomen? Ne, auf der Karte kann man nicht zoomen. Das sieht gut aus. Wow! Hallo? Ich sehe es. Noch ein Objekt im Markt. Sie stehen bloß da. Völlig davon gebannt. Hallo? Komm ich nicht rein? Wow, ist das creepy. Okay. Aber dass sie sich alle gleich verwandeln. Okay, was haben wir hier? Eine Kiste. Die machen wir natürlich auf. Die gönnen wir uns. Den habe ich. Da können wir aber rein. Das ist der einzige Bereich, wo wir rein können. Okay. Was ist das hier? Achso, wieder so ein Ding. Da können wir nichts machen. Und hier können wir was abschalten. Wo? Warte mal kurz. Hier sehe ich ein Bild. Wie sieht die Box denn aus? Hat die Box irgendeinen Hinweis? Nee. Die hat keinen Hinweis. Oh, wartet. Kann man da durch? Nee, kann man nicht. Okay. Also wir brauchen irgendeinen Hinweis. Weiß keins. Okay, also ich habe hier das eine Bild gesehen, das da. Das einzige Indiz, was wir haben. Okay. Dann machen wir das erstmal, ne? Ach, da hinten ist es. Okay, es muss komplett oben. Unten brauchst du noch... So. Zischerknoten? Nein. So sieht es gut aus. Jetzt muss es aber nach oben. So, ja. Okay. Kein Problem, seht ihr ja. Ne? Hallo? Bitte geben Sie Ihren Namen für das Protokoll. Paul Warren, Astronaut erster Klasse. Und Sie sind sich bewusst, dass eine Aussetzung zur Astralebene zu Tod, Behinderung, körperlichen Schäden, körperlicher Auflösung, kognitiven Zusammenbruch, Verlust des Ichs und teilweise bis vollständiger Demenz führen kann? Ja, bin ich.
Ja. Und sie erkennen an, dass ihre Nutzung des Astralleiters, auch bekannt als Röntgenlichtbox, rein freiwillig ist? Ja, tue ich. Perfekt. Ihr Anzug sitzt? Ja. Okay, alles bereit. Tür öffnen für Mr. Warren, bitte. Okay, das war's. Verwende übernehmen, um die Astralebene-Herausforderung abzuschließen. Okay, jetzt können wir Leute übernehmen. Jetzt wird's spannend. Bold-Kopie-NPC-Variation, okay. Wird Gegner gegen Jessys Angriff immun, finden andere Wege, um diese Gegner zu besiegen. Okay. Au! Ja, wie kann ich. Gegner mit niedriger Gesundheit können übernommen werden. Ach so, okay. Au! Hab ihn! Okay, und die greifen jetzt für mich die Goldgegner an. Achso, ich kann nur maximal zwei haben, okay. Verstehe, okay. Ja, so ist der Trick. Piu, 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 piu. Kämpft, meine Minions. Good job. Da müssen wir hin, okay. Okay, wir können jetzt Leute übernehmen. Good job. Ein gefesseltes Publikum, okay. So, ich gehe davon aus, dass jetzt die Normalen hier aufstehen. Ihr Gehirn wurde gebraten, als ich das Objekt übernahm. Oder auch nicht. Autsch. Was mit dem, der so an der Scheibe stand? Okay, der auch. Okay, alle dope. Na gut. Okay, jetzt können wir wieder welche übernehmen. Oh verdammt, nicht gleich töten. Übernehmen. Jawohl. Haben die da wieder volles Leben? Jo. Okay, das wäre sonst kacke. Man tötet sie halt. Hau ihn nicht, ich übernehme ihn gerade. Hauen sie sich jetzt gegenseitig? Okay. Boom. Was passiert jetzt mit denen, die ich übernommen habe? Achso, dann fallen die einfach irgendwann um. Okay, damit kann ich leben. Okay, da oben ist auf jeden Fall das, der Kontroll. Oh, da oben ist was. Da komme ich aber nicht hin. Oder? Doch. Sehr gut. Job. Okay, jetzt haben wir die Mission auch fertig. So, das ist wieder so ein Knoten. Wo müssen wir da hin? NSC-Energiequelle, okay. Machen wir auch noch. Wie spät haben wir es denn? Ah, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich glaube, ich mache die Mission noch und dann gucken wir nochmal, ob wir diese Hauptmission weitermachen können und der Frau jetzt genügend Zeit gegeben haben, diese Pille herzustellen. Oder wir reden mit Emily vorher noch. Das wollten wir machen. Okay. So. Hallo? Was müssen wir machen? Zerstöre Zischerknoten, okay. Wo sind die?
Wir sind auf jeden Fall richtig hier. Frage ist nur, wo die Mission getriggert wird. Ach, da oben! Wie kommen wir denn da hoch? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wie kann man denn da hoch? Ist hier ein Fahrstuhl gewesen? Ja, wir müssen so eine Brücke nehmen, ne? Okay. Warte gerade, was ist das denn nochmal gewesen? Cooling Pumps. Wir müssen da hoch. Ja, wartet mal gerade. Oder kann ich die von hier erschießen? Das wäre jetzt die. Das wäre jetzt die Aktion. Direktorin Faden. Ja. Ach so, die hat gesprochen. Ich habe mich gerade gewundert, wer da gerufen hat. Ist Arish noch hier? Nee, Arish ist gar nicht mehr hier. Okay. Wie kommen wir da nochmal hoch? Ich glaube, wir müssen über so eine komische Brücke laufen. Nehme ich an. Huch, da wollten wir es aber wissen, ne? Danger Seek. Okay. Central Maintenance, okay. Das Ding kann ich treffen von hier, oder? Jawohl. Aber den kann ich nicht treffen. Was ist das da oben nochmal? Ich kann es nicht lesen. Qualität zu schlecht. Okay, dann mal kurz gucken. Obere Etage, das ist es. Hoffe ich. Ha! Perfekt. Oh Gott. Ruckel, ruckel. Perfekt. Das Beste ist, wir müssen nicht mehr hingehen. Mission erfüllt. Nicht einen Gegnerkontakt. Perfekt. Okay. Und, ja. Fähigkeiten. Wir gucken mal gerade. 3 Punkte, ne? 20% mehr Energie. Genau, unser Stehtisch. Machen wir. Astralwerkstatt. Ich kann. Oh, wir haben eine neue Knarre. Oh, und wir können die bauen. Griff aufwerten. Ach so, dann wird der Griff, die Knarre, Griff, wird aufgewertet. Hat jetzt 2 Slots, okay. Schade, okay. Das heißt, drehen müssen wir jetzt aufwerten als nächstes. Na gut. Oh, wir könnten die Werkstatt auch aufwerten. Zack, Stufe 4. Ja, danach müssen wir wieder warten. Okay. So, wartet. Wir haben jetzt beim Leben meines Bruders. Also ich habe keine Ahnung, ob sie jetzt schon fertig ist. Deswegen machen wir jetzt erstmal. Jesse geht in den Isolationssektor, um den Panoptikon zu finden. Und den Panoptikon. Da müssen wir gerade gucken. Wo soll der sein? Geschäftsleitung nein, Wartung nein, Forschung keine Ahnung. Ich glaube, wir gehen zur zentralen Geschäftsleitung, sprechen nochmal mit Emily, fragen sie wegen dem Panoptikum und vielleicht sagt sie uns dann auch was wegen der Professorin da unten, wegen der Pillentante und dann gehen wir zu der nochmal hin. Und ich glaube dann, vielleicht ist das Panoptikum auch das Ding, was unterhalb von dieser Grube ist, aber wer weiß das schon? Okay. Oder wir müssen die anderen Bereiche noch erforschen. Aber wir haben jetzt neue Fähigkeiten bekommen, deswegen, let's go. Okay, da. Warte mal kurz, mit der kann ich nicht reden, ne? Marshall ist gar nicht mehr hier, die ist schon weg.
Na gut. Hallo. Können wir reden? Hi, Jesse. Verdammt, der hat nichts Sinnvolles für mich. Ha. Ich muss los. Viel Spaß mit deinen Daten. Na toll. Oh, das werd ich. Du weißt, wo ich bin. Okay. Isolierte Verwahrung. Das sagt mir überhaupt nichts, wo das sein soll. Schwarzsteinsteinbruch. Tenniskammer. Ich meine, klar, ich habe hier noch. Da ist noch ein Raum mit Fragezeichen und da hinten auch noch. Bei Forschung sind noch einige. Okay, pass auf, wir gehen zum. Was ist das denn da, wo wir hingehen müssen? Aktiver Grenzbereich, ne? Ja. Wir besuchen jetzt noch einmal die Tante. Und wenn wir die. Wenn die uns jetzt nichts gibt, dann müssten wir danach wirklich, glaube ich, diese Fragezeichenräume abklappern, um zu gucken, ob da irgendwas Panoptikum ist. Ich glaube, unten in der Forschungsabteilung, da gab es so einen Weg an der Seite lang. Ich glaube, das wird dann der Progress sein. Okay. Gut, dass es die Schnellreisefunktion gibt. Ansonsten wären wir, glaube ich, ziemlich aufgeschmissen hier. Aber wir sind genau richtig. Gucken, ob das Radio wieder geht. Das wäre sonst schade. Gott sei Dank. Okay. Den Sprung schaffen wir gar nicht. Das wäre so gut. Dann wäre das nämlich voll die geile Abkürzung, oder? Ah, doch. Natürlich schaffe ich den Sprung, ich Depp. Ich kann ja mehrfach den Dash machen. Vergesst das immer. Ah, verdammt. Ich Depp. Okay, testen wir das nächste Mal. Ich kann ja mehrfach in der Luft den Dash machen, jetzt wo ich so viel Energie habe. Das heißt, hier guckt ihr. Dann reicht das wahrscheinlich. Proben fertig synthetisiert. Jawohl! Ansage. Brauchen Sie etwas? Ja, die Probe. Wie jetzt? Ich muss weiter. Hä? Verbreiten Sie bitte keine Sporen außerhalb der infizierten Bereiche. Ein Notfall hat auch seine Vorteile. Weniger Unterbrechungen. Man kann konzentrierter arbeiten. Hat sie nicht gerade gesagt, dass sie das Ding fertig hat? Hm. Na toll. Ja, super. Die ruft wahrscheinlich an. Okay. Das heißt, wir müssen wirklich das hier finden. Okay. Toll. Und jetzt müssen wir den Weg wieder laufen. Boah, ich. Anna. Okay. Gucken wir mal, wie weit kommen wir dann? Ja, fast gut. Also die Mehrenergie macht sich schon bemerkbar. Mal gucken, ob es reicht. Schade, das geht nicht. Aber die Mehrenergie macht sich definitiv bemerkbar. Hallo? Oh Mann. Was für ein schlechter Sprung war das? Dankeschön. 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 Game. So, jetzt aber. Boah. Dachte gerade für einen Moment, jetzt schafft sie den Sprung gar nicht mehr. Das war auch Speedrunner Base geworden, hä? Ja? Eben gerade hat das so gut geklappt. Okay. Okay. Got it! So, passt auf. Wir gehen. Zentrale Forschung. Und dann müssen wir gucken, ob wir über diese Brücke da kommen, ne? Oder was ist das da links? Ja, wir gehen zur zentralen Forschung. Und von dort aus versuchen wir uns dann mal in diesen Bereich da an der Seite zu mogeln. Hm? Okay. Dip, 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 dip. Ansonsten muss ich echt überlegen, wo das Panoptikum sein könnte. Okay. Okay. Ritualabteilung. Lass dein Inneres an der Tür.
Hey, geht's denn nicht weiter? Falsche Richtung. Ich glaube, hier war ja nur dieser Seitengang von der Cafeteria, das heißt, da geht's nicht weiter. Das war nur eine Toilette. Genauso wie das hier. Es war auch nur eine Toilette. Okay. Das heißt, wir versuchen jetzt eine Etage rauf zu gehen. Oh, hallo! Oh, warte! Den kann ich übernehmen! Ich will ihn übernehmen! Ich will ihn übernehmen! Warum darf... Oh! Okay. Wow. Okay. Ich glaube, wir müssen sie umbringen, okay? Da waren zu viele von denen. Wow. Okay. Job, Mate. Und dann ist er tot. Okay. Hier waren, glaube ich, auch noch Lebenspunkte, die wir sammeln könnten. Jawohl. Und ein Gegenstand. Sehr schön. So. Eigentlich wollte ich nur die Etage rauf und dann von hier weiter gucken, wo wir jetzt sind. Das ist aber die Parapsychologie. Jetzt sind wir schon wieder falsch. Wir müssen in diese Richtung. Von hier aus muss es irgendwie eine Möglichkeit geben, darüber zu kommen. Okay. Okay, wo sind wir jetzt? Wir stehen eigentlich genau richtig. Eigentlich müsste hier ein Weg sein. Ist hier nichts? Ach nö. Bong.
Er regeneriert so schnell. Ich konnte ihn deswegen nicht übernehmen. Wow. Wie er mich trollt hier. So. Hallo? Au! So. Ach, da ist das Ding. Okay. Ich hätte ja gerne noch einen übernommen, aber... Komm schon schnell, bevor ich wieder getroffen werde. Jawohl. Mach ihn fertig! Da oben ist auch noch wieder einer. Ah. Mal sehen. Ist er tot? Okay. Snap. Okay, ein bisschen Leben sammeln. Ey, hallo, ich bin doch gerade erst hierher gekommen, ey. Was ist denn mit euch los? Okay, das ist das von diesem Crazy Doctor. Boah, diese Typen, ja? Und viel zu viele von denen. Was ist denn hier? Dimensional Research. Ja, da waren wir noch nicht. Das klingt gut. Brandschneiser. Labyrinth verändert sich ständig. Könntest du mir... Wow. Das ist ein Becherlabyrinth. What? Okay. Das ist crazy. Okay. Okay. Jetzt ist es geil. Okay, warte. Da bin ich hergekommen, ne? Hallo? Das ist geil, okay? Ups. Achso, dann sind wir wieder hier. Okay, Aschenbecher-Labyrinth. Wieso heißt das Aschenbecher-Labyrinth? Hat doch bestimmt eine Bewandtnis. Ist hier bestimmt irgendwas auf den Tischen. Also hier ist ein Aschenbecher, okay. Da ist ein Aschenbecher. So. Da wollen wir nicht hin. Hier ist die Kiste, die ich mitgenommen habe. Wir gehen auf jeden Fall niemals zu der Tür.
ändert sich Tempesta-Raum. Nein, da will ich nicht raus. Ah, wartet mal, was ist das denn, das Bild hier? Zeitung. Das ist dieser Raum, ne? Es ist immer der Raum auf dem Bild zu sehen. Okay, also an einer Stelle machen wir was falsch. Ich glaube, an einer Stelle müssen wir bestimmt zurückgehen. Hier hängt das Bild schief. Und es ist ein anderes Bild. Okay, hier ist der Weg aufgegangen. Nee, verdammt. Aber schnell kann man da nicht sein. Da geht's wieder zu. Und gleich sind wir wieder beim Reset. Ja. Jetzt kommen wir wieder in den Raum gleich mit dem Kasten. Ich glaube, jetzt sind wir wieder am Anfangspunkt. Genau, jetzt ist nämlich die Kiste da. Kommt sie nicht durch, egal wie schnell ich bin. Genau, jetzt wieder hier. Wieder hier. So, ich dachte gerade, ich habe die Tür aufgemacht. Was passiert, wenn ich jetzt wieder zurück? Ich kann nicht zurückgehen. Okay, da ist die Tür zu. So geht diese Tür zu. So, und jetzt bin ich dann wieder am Ausgang. Da ist die Tür hinter mir aber auch schon wieder zu. So, jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt, ja. Vielleicht können wir das aber auch noch nicht machen. Das Labyrinth. Hier seid. The Darling's Office. Achso, ja, da wollte ich gar nicht rein. Ich würde eigentlich nur zu dem. Nein. Ja. Was ist denn das hier? Achso, das war das HAV-Lab.
sehen, wo auf der Mooschen Härteskala Schwarzstein ist. Mooschen Härteskala. Say what? Stimmt, da sind wir mit wieder hier hingekommen, okay. Ich glaube, dann fahren wir jetzt einfach mit dem Fahrstuhl erstmal nach oben. Und, Isolationssektor? Oh mein Gott. Leute. Jetzt gerade fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Es gibt eine komplette Etage, wo wir noch nicht waren. Und das ist der Isolationssektor. Aber gut, wir haben ein bisschen was rausgefunden. Aber ich glaube, ganz ehrlich, hier geht's weiter. Ah, in diesem Game kann man so wunderschön lost in translation sein. Achtet, pass auf, das ist es. Ja. Der Isolationssektor. Der Isolationssektor, das Panoptikon, beherbergt die gewandelten Objekte, die wir finden und aufbewahren. Es ist ein Hochsicherheitsgefängnis und ein Safe für die wertvollsten Schätze der Welt. Ein Pulverfass, das die Welt vernichten könnte. Ein Tempel, gefüllt mit Götzenbildern zorniger Götter. Es ist alles und nichts davon. Profunder, unglaublich, unergründlich. Es ist etwas Schlimmeres. Gewandelte Objekte. Wir haben viele gefunden. Sie wirken gewöhnlich, aber sind alles andere als das. Sie sind alle mächtig und gefährlich. Sie beherrschen unsere Gedanken. Das ist ihre Natur. Sie wurden gewandelt, weil wir nicht aufhören können, an sie zu denken. Wir stellen sie auf Altäre, weil sie erwarten, angebetet zu werden. Das beruhigt sie. Wir verschließen sie, aber sie lassen sich nicht gern kontrollieren. Wir studieren sie, um sie zu verstehen. Sollte dies hier je öffentlich werden, wäre ein Chaos biblischen Ausmaßes die Folge. Ohoho, crazy. Okay. Verdammt. Die wir finden und aufbewahren. Ein Hochsicherheitsgefängnis. Alle mächtig und gefährlich. Er redet das gleiche, was wir uns gerade im Video angeguckt haben. Oh shit. Schon. Übernehmen, übernehmen, übernehmen. Jawohl, jawohl, jawohl. Das ist meiner. So. Wie er da vorne einfach kriecht. Jawohl, der killt sie jetzt alle. Mein Special Killer hier. Jawohl. Okay. Das hat sie auch gerissen, okay. Muss da durch! Jawohl, okay. Ich gucke einfach, ob hier noch irgendwo eine Kiste oder sowas ist. Aha. Perfekt. Den nehmen wir mit. Erinnerung, diese Woche müssen alle Dokumente, die plötzlich rosa, hellrot oder in einem Farbton dazwischen erscheinen, sofort verbrannt werden. Andernfalls kommt es zur Kündigung und möglicher Körperverletzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Okay. Und raus hier. Okay, der Damage ist halt... Das wird niemals alt. Jawohl. Okay. Logistics und Sicherheitsbüro. Okay, wir sind zum ersten Mal hier, deswegen alles noch neu. Na, kommt ihr runter? Jawohl. Jawohl, perfekt. Jetzt habe ich meine Minions hier und die machen jetzt alles weg. Seht ihr das? Das ist meine Squad. Huch. Okay, das sind gerissen. Zeit für Inception. Good one. Zack. So, warte mal, hatten wir noch Fähigkeitspunkte? Ne, hatten wir nicht, aber wir konnten in der Astralwerkstatt noch was machen. Schmetterer aufwerten. Lader herstellen. Okay, der ist neu. Den haben wir noch nicht. Der Lader. Okay. Werkstatt. Oh, wir könnten die Werkstatt nochmal aufwerten. Der kommt hier. Stufe 5. Können wir jetzt die Mega-Dinger machen. Verdeckte persönliche Modifikation absolut. Okay. Okay, das sind nur Materialien. Achso, da ist nochmal G zur Parapsychologie. Das lassen wir mal. Ausrüstung. Oh, wartet mal, ich habe hier, was ist das denn? Energiegeneration, Regeneration? Oh, hier. Lebensregeneration bei Elementaufnahme, okay. Bis 20% Leben. Wir haben zurzeit 25 und 24%. Und plus 48% bei Elementaufnahme. Ich weiß nicht, was Elementaufnahme ist. Ist das einfach... Ich habe keine Ahnung. Ist das das, was wir machen, wenn wir über die Lebenssplitter von denen laufen? Na, ich lasse es erstmal. Gucken wir mal. Ja gut, pass auf. Ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, weil es ist auch schon recht spät, dass wir an der Stelle hier den Stream beenden und da dann das nächste Mal weitermachen. Ich weiß, für den einen oder anderen vielleicht jetzt gerade eine fiese Stelle, um aufzuhören, aber es ist ja unter der Woche und wir wollen ja morgen wieder streamen. Ja? Ich weiß, wir haben ein bisschen Pensum im September, aber hey, wir machen weiter, keine Panik. Und das Ganze geht dann erstmal wieder direkt nach YouTube.